Okay, alle aufnahmefähig? Wunderbar. So, Lage und Auftrag. Lage. 14. befindet sich zurzeit in Tarkestan bei der MOB Volkwang. Es herrscht asymmetrischer Krieg gegen Blue Four. Ein Teil der Versorgungsroute einer terroristischen Zelle konnte ausgemacht werden, circa 1 Kilometer südlich der MOB, durch eine Stadt gekennzeichnet Himmelheim. Nimmelheim. Himmelheim. Feindlage. Feind in Form von terroristischen Zellen vorhanden. Keine näheren Informationen. Eigene Lage. 14. befindet sich seit 2 Tagen in Folkwang und bereitet sich auf Operationen in diesem Gebiet vor. Auftrag. Bauen einer FOB bei Niemelheim und halten dieser FOB gegen jegliche Gegenwehr. Zweck der FOB ist das Unterbinden der Versorgungsroute und Errichten eines Stützpunktes, von dem aus weitere Operationen stattfinden werden. Durchführung. Bauen der FOB ist gemäß Zugführung bzw. Logistiker vor Ort, restlich gemäß Zugführer. Entschuldigung. Was ist Heeresflugstaffel 141, NH99 und MH9. Funk, gehe ich mal stark von ausmachen auf der Map. Gut, soweit zur Lage. Ich werde jetzt einige Punkte markieren, die gleich von Bedeutung sind. Ihr seht Punkt Alpha Positiv. Check. und Punkt Bravo. Wir werden das jetzt so machen: Ihr kommt gleich alle zu mir, wenn wir auf der Map sind. Wir werden uns dann ausrüsten. Ihr werdet gewährleisten, dass ihr Ohrenstöpsel drin habt. Anschließend wird die Heli-Crew unter Zagans Führung sofort zu einem Little Bird verlegen, Einsatzbereitschaft herstellen und Alpha wird sich dort ebenfalls sammeln. Alpha wird dann unverzüglich zu Punkt Alpha hingeflogen. Auftrag, Aufklärung nach Niemelheim. Stellung halten, noch nicht vor in die Stadt rücken. Währenddessen fliegt Zagan sofort zurück zur MOB, holt Bravo ab, fliegt anschließend zu Punkt Bravo. Dort stehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einige leichte Sandsackbunker. Gleicher Auftrag für Bravo, Aufklärung Richtung Niemelheim, Stellung erstmal halten. Währenddessen fliegt Zagan zurück. Die Logistiker machen sich dann in der MOB einsatzbereit und wenn diese dann einsatzbereit sind, wird meine Wenigkeit mit dem Logistiktrupp nach Niemelheim vorrücken, wahrscheinlich auf der Straße. Werde ich dann entscheiden. Wenn wir dann soweit sind, werden wir mehrere Punkte in Niemelheim besetzen. Wir werden keine FOB bauen, das wäre in der Stadt ein bisschen ungünstig. Wir werden so eine Art Checkpoint einrichten und die Stadt gegen mögliche Angriffe verteidigen. Dazu befindet sich hier ein Moment, Hotel. Das bietet sich ideal als ja, Overwatch-Element Richtung Norden an. Dort wird dann Alpha Stellung beziehen und sich in dem Kreuzungsbereich positionieren, während Bravo irgendeine Ecke bei Punkt Bravo neu sucht. Dort stehen ebenfalls mehrere Häuser, die sich als Overwatch-Element eignen, aber nicht alle auf den Häusern. Ich will, dass es MG oben ist. Und der Rest wird dann vom Gruppenführer zugeteilt, wo wer Stellung bezieht. Von den Logistikern möchte ich, dass hier, hier und ungefähr hier Sandsäcke platziert werden, damit die Straßen abgeriegelt werden und eventuelle Terroranschläge mit Fahrzeugbomben ja, ausgebremst werden im wahrsten Sinne. Ferner Einsatzregeln. Wir haben es mit Terroristen zu tun, also nicht mit einem offen erkennbaren Feind. Das bedeutet, achtet, worauf ihr schießt. Grundsätzlich erstmal Feuervorbehalt, feuerfrei nur bei erkannten Feind. Also wenn ihr beschossen werdet. Wenn ihr schnelle Autos auf euch zukommen seht, schießt erst die Reifen platt und lasst die Insassen aussteigen, schießt nicht sofort auf die Insassen. Gut, ich werde später dann noch einen Ausweichpunkt markieren, dass wenn es zu brenzlig werden sollte, wir die Stellung nicht halten können, uns dann an einem Punkt eingraben. Gibt es soweit Fragen? Jawohl, Antrag. Ja. Die weiße Straße, die am Hotel kreuzt, die auf die Hauptstraße hängt, die nicht irgendwie mit irgendwelchen Sandsäcken versehen? Also werde ich dann entscheiden. Ich hoffe,
Oder ich vermute, dass die Bundesstraßen orange markiert die Hauptroute sein werden, weil diese jeweils zu Ortschaften hinführen und von dort kommen. Das kann sich aber in der Lage dann ändern, das würde ich dann durchgeben. Zweite Frage, Zeit zum Ausrüsten für Alpha bis Abflug nach Punkt Alpha? 2 Minuten. Frage. Ja. Die Sperrbestände, da wir jetzt weniger Munition dabei haben. Das legen eure Gruppenführer fest. Frage. Ja. Verbleib Logistiktruppe bei Kampfhandlungen. Wahrscheinlich Also. knapp südlich vom Hotel. Ich werde mich wahrscheinlich dann dort auch befinden. Das werde ich dann aber in der Lage entscheiden. Weitere kleinere Frage. Ja. Zwecks Sonntagssperren, sollen wir das per Helikopter einfliegen oder willst du lieber LKWs hinfahren lassen? Oder Ich ist will das mir erstmal überlassen? dass Alpha und Bravo aufklären. Kann sein, dass da schon was heiß her geht in Okay. Niemelheim. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wär, wenn da alles schön friedlich ist, werden Alpha und Bravo sich dann erstmal der Stadt nähern, also Niemelheim. Und wir werden dann ganz locker mit dem LKW reinfahren. Wenn sich das aber anders entwickeln sollte, werden wir dementsprechend lageabhängig reagieren. Und tja, je nach Lage dann halt, was denkst du, Heli oder LKW, was bietet sich mir an? Im LKW können wir bis zu 7 Sandsackmauern tragen und im Heli bloß 2 Stück. Sagen, LKW sieht irgendwie authentisch aus. Gut, Es dann würde aber LKW. theoretisch schneller gehen mit dem Helikopter, weil. Ja, wobei, müssen wir mal schauen. Ich glaube aber, LKW könnte trotzdem besser sein. Nee, wir machen das dann mit dem LKW. Es sei denn, die Lage lässt das nicht zu. Ja, verstanden. Gut, dann Punkt 1, alle zu mir können wir dann vergessen. Ihr werdet euch sofort eure Funkkanäle einstellen, euch dann ausrüsten gehen und Alpha und die Heli-Crew sammelt sich beim Heli. Verstanden. So, eine letzte Frage noch. Ja, hier. Okay, komm. Aus dem Intel habe ich rausgelesen, dass sobald wir in der Stadt aufgeklärt werden, wahrscheinlich Informationen weitergegeben werden über unsere Lage. Deswegen rate ich nur freundlich an, dass wir möglichst mit den Logistikern gemeinsam in die Stadt reingehen, weil sobald wir da sind, geht's heiß. Glaube ich. Nur als Anregung. Gut, dann, wie macht man das? Jetzt brauche ich diesen blöden Punkt. Nee, geht doch nicht. Dann wird sich die Heli-Besatzung in einem solchen Bogen Punkt Bravo nähern. Niemelheim wird nicht überflogen. Sowieso nicht. Gut, Dann keine weiteren Fragen. dann alle joinen. Also hier, ne, ihr wisst. Verstanden. Marsch. Lumpft, dann können wir gleich loslegen. Opa Alpha, ich hoffe, ihr kriegt das selbstständig hin jetzt, ja? Weil wir spawnen wahrscheinlich getrennt. Bis. Moin Männer. Gut, so viel dazu. Alpha, Bravo, ihr habt Moin. euren Auftrag erkannt. Sammelt euch bei euren Männern und dann entsprechend ausführen. Jawohl, Auftrag erkannt, führen aus. Dann marsch, marsch. Nach dir, Future. Ja, ich habe meinen scheiß Talkie noch eingestellt. Das muss ich noch wegmachen. Okay, dann. So, und erstmal die Funke. So, ist raus. Kanal Man 1. hört mich, ne? Ja. Kanal Ja, gut. 2. 3. Wo sind denn die Bravo-Jungs? Bei den Baracken. Nehme ich mal an. Schon mal scheiße.
Wenn Z ist. Richtung Nordost. Ost. Omega, hier Charlie. Frage Funkverständigung. Kommen. Hier Omega, Funkcheck positiv. Kommen. Charlie, Ende. Omega, hier Bravo. Kommen. Hier Omega, kommen. Aus der Lage stand Frequenz klein 55.5 für Omega. Frage Alternativfrequenz wegen Frequenzbereich. Kommen. Hier Omega, ja, bei mir gleich das Problem, es wird die Frequenz, die voreingestellt ist, bleiben. Omega wird sich auf Alpha-Kanal, wird sich aufhalten kommen. Ja, ist so verstanden, keine weiteren Fragen. Ende. Tobias? Luna fehlt. Ja. Luina? Lucha? Ja. Hast du gerade so? Hier Dirty an, alle Teile Alpha schnellstmöglich sammeln und mir einmal weiter durchgekommen. Dies ging jetzt hauptsächlich auf Tobias und Luina. Tobias befindet sich an den Little Birds. Wunderbar, dort weiter ausharren. Luina auch? So, dann ab bei den Hummingbirds. Los Jungs, Suri, der Rest. Jetzt, ich leg dir mal wieder deine beiden Medikits rein. Okay, gut. Ein Toolkit passt rein und ein Mind Detector. Nimm beides mal mit. Okay. Alles in Ordnung? Den Mind Detector krieg ich. Warte mal. Achso, ich kann die Medikits noch umschieben, dann geht's wahrscheinlich. Zagan, für dich zur Kenntnis: Ich werde einen bewaffneten Fennec bereitstellen und einen LKW am Ausgang. Nur, dass du schon mal Bescheid wisst. Okay, also bereitstellen im Sinne von, wir nehmen die noch nicht, sondern nur im Notfall, oder wie darf man das? Ich will mit den Fahrzeugen dann rein. Okay. Einer fährt dann LKW, der andere wird dann mit dem Fennec fahren. So viel, wie gesagt, nur als Kenntnis vorab. Ja, marsch zum Heli, würde ich sagen. Gut, Mamas. Und übrigens, der Hut ist fleckt an. Bald. Verdammt, okay, ich kann mich nicht selber sehen, ich werde das ändern. Ich danke dir. Ich helfe dir mal. Komm, geh mal Modeschau. Nein, beweg dich zum Heli. Nobilis, wie viele Punkte würdest du für den Hund geben? 4 bis 5. Nein, ich weiß nicht. Da er unser Zugführer ist, hätte ich lieber eine 6 oder 7 gegeben. Aber... Ja, das hört sich schon besser an. Naja, aber falsch ist falsch, ne? Du bist, es gibt eine extra Tropentankkiste. Ich glaube, das ist die andere. Egal. Wir bewegen uns. Nun, wie ist mir noch? Jo. Tatsächlich. Omega, Charlie, komm. Hier, Omega, kommen Sie. Bei Alpha und Charlie Bereitschaft sollen wir schon ausfliegen, kommen. Wiederholen Sie, kommen. Frage, bei Bereitschaft von Arthur und Charlie sollen wir diese ausfliegen, kommen. Wiederholen Sie, ich habe es nicht aufnehmen können. Alpha und Bravo einfliegen, anschließend zur MOB zurückkehren, kommen. Ja, die Frage war, ob das jetzt sein soll oder erst in 5 Minuten oder wann. Sobald sich Alpha zu Ihnen gesellt hat, kommen. Verstanden, die sind noch ein bisschen am Besprechen. Wir finden dann sofort aus. Ich gebe dann nur eine kurze Meldung durch. Ende. Sehr gut. Währenddessen kümmere ich mich um die... Omega, hier, Bravo, wir sind bereits fertig, kommen. Ja,
Hier Omega ist verstanden. Trennung Alpha, hier Omega, kommen Sie. Trennung Bravo, sitzen Sie sofort im Little Bird auf, fliegen Sie zu Punkt Bravo ein. Kommen. Omega, hier Alpha, kommen. Hier Omega, kommen. Melde Alpha einsatzbereit, warten auf weitere Befehle, kommen. Ja, Alpha wartet jetzt, Bravo wird sofort eingeflogen, Alpha anschließend, kommen. So verstanden, Bravo wird eingeflogen, Alpha wartet, kommen. Ja, Ende. Einmal markieren auf Karte. Wir können es gerne umändern, wenn du möchtest. Negativ, prüfen Sie. Das war Funk, oder? Check aufgenommen, ja. Wie hoch ist der Turm ungefähr? Weißt du was? Egal, das machen wir in der Lage aus. Ich will aber auf jeden Fall, wir gucken das in der Lage. Aber gut gemacht, Sudri. Ja. Wie gesagt, wenn wir in Niemelheim angekommen sind und die Stadt ist soweit sicher, ich weiß jetzt nicht, ob wir dort Feindstärke haben oder nicht. Ich gehe mal jetzt erstmal nicht aus. Omega hier, Bravo. Wir sind safe down und vor Ort. Okay, dann. Ja, Omega, so verstanden. Du dir und Fertoni eine vernünftige Position. Entweder Hotel oder Turm. Das macht ihr unter euch aus. Ich gebe es dann weiter an Omega. Okay. Wichtig ist halt, dass ihr wirklich den Norden gut absichert. Nord, Nordost, Nordwest. Das mit der Deckrichtung, Richtung 12 Uhr, das bleibt aber so. Das bleibt weiterhin, ja. Okay. Wichtig ist das MG. Und unser Gruppen-ZF. Erstmal die 12 bei Punkt Alpha. Okay, macht euch bereit, unser Helikopter kommt. Der Rest hier um sich herum. Nina immer schön in der Mitte von uns stehen. Ich will nämlich nicht, dass wir noch ein bisschen benötigen. Ich will nicht, dass wir das ein bisschen wiederholen. So viel Glück mal noch. Ach, das Leben kann so entspannt sein als Zugführer.
Omega, hier ist Charlie Fox. Hier Omega, kommen. Charlie hat Auftrag ausgeführt, ist RTW Kopf. Ja, positiv, ist nicht Kontakt besteht, kommen. Omega, ja, also hier Omega, kommen. So verstanden, Stellung halten, kommen. Für aufgenommen werden, Stellung halten. Anubis, wir haben hier einen von Alpha, der wegen Desings nicht aussteigen konnte. Ja, ist verstanden. Negativ, da kommt jetzt mit uns. Wer? Shakusa. Shakusa, verstanden. Gib das deinem Gruppenführer durch, damit er Bescheid weiß. Ferner, Zagan, welchen LKW wollt ihr nehmen? Wir nehmen einfach den ganz normalen ohne Dach. Ohne Dach, gut. Dirty hier, Shakusa, komm. Hört? Moment. Hört? Right on me. Shakusa, sprechen Sie? Ich konnte wegen Desings nicht aussteigen. Ich befinde mich in der Basis. Ich werde wahrscheinlich bestimmt Logistiktruppen Omega schließen. Omega hier, Bravo, ready for Sitrep, komm. Hier Omega, positiv kommen. Stadt definitiv mit ziviler Lage klar, jede Menge Zivilisten vor Ort. Umfeld frei, keine Befestigung, keine Feindkräfte. Wir warten auf weiteres und halten Stellung, kommen. Ist verstanden, positiv Stellung halten, wir rücken nach, kommen. Omega, hier Alpha, okay. Kommen. Ja, hier Omega, kommen. Aufgrund hat unser Soldat Shakusa technische Probleme gehabt und befindet sich noch in der FOB, kommen. Ja, ist bestätigt, steht vor mir, er schließt sich uns an, wir bringen ihn dann mit und er schließt sich anschließend wieder ihnen ankommen. Verstanden, so aufgenommen. Alpha, Ende. Gut, dann, Zagan, wollt ihr gleich Sandsäcke und so weiter mitnehmen? Ja, wäre nicht schlecht. Dann entsprechend ausführen, ich weiß jetzt nicht, wo du die gebunkert hast. Sandsäcke sind ganz da hinten. Mobilis? Ja. Quatsch. Anubis, kann ich mir auch Shakusa ausleihen? Wird's schneller gehen. Okay, Shakusa, für dich zur Info, du wirst dann mein Fahrer im Fennec sein. Ihr beiden nehmt dann den LKW. Shakusa, nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Ich folge euch, ich helfe mitkommen. Ja. Marsch. Ja. Okay. Okay, verstanden. Im Prinzip in Richtung, die ich jetzt zeige. Da hinten bei dem grünen Container gedünst. Das sind ja, Bunker 1, 2, 3, 4, 5. Ich fahre den LKW mal kurz dahin und dann laden wir alles auf. Gut, dann. Was ihr machen? Ja. Ja. Was ihr machen müsst, ist im Prinzip, ihr schaut die Sandsäcke an, dann kriegt ihr ein fettes Menü-Item mit Drag. Ja. Ihr stellt das hinter dem LKW ab, schaut den LKW an, dann kriegt ihr so ein grünes Menü-Item mit Load-In, bla bla. Dann let's rein. Brauchst du einen Einweiser? Okay. Wäre nicht schlecht. Nobilis, macht das mal bitte per Funk bei mir dann. Ja, mach ich. Okay. Gut. Gruppe geht, probier mal nicht. Bis zu 7 Sandsackbunkern in so einem LKW reinpassen. Nobilis, deine Aufgabe ist einfach nur am LKW stehen und die Dinger reinladen. Der Rest kann sie ja schon mal in Position bringen. Okay. Also wie ich so die... Ah, drück. Nobilis, genau. Ja. Ich muss mein Stück da weg, ich hab's gemerkt. Stop. Einfach nur ein LKW anschauen und dann load hinzu. Den ein bisschen über. Irgendwie kann ich mich nicht bewegen, wenn ich das dann mache. Gut. Probier mal, ob du den schon einladen kannst. Ja, geht. Okay, ist irgendwo. Und kann ich mich nicht bewegen, wenn ich irgendwas ziehe?
Gewehr ausgewählt? Nur rückwärts sogar. Ja. Ja, nee, okay, jetzt geht's. Boah, ist das geil. Schau, jetzt zum Beispiel kann ich mich nicht bewegen. Das ist 2 geht noch. Okay, probieren, ob du ihn jetzt schon einladen kannst. Ja, geht. Okay, einer noch. Den von Anubis. Ja. Der Schakuser lässt ihn am besten mal liegen. Voll. Ah, okay. Jo. Gut, Zagan, wir kürzen das ab. Hol den zweiten LKW noch her. Wir krachen den auch gleich voll. Ihr fahrt dann beide LKWs. Fahrt den schon mal hier vor zum Ausgang. Omega hier, Bravo, kommen. Hier Omega, kommen. Hier Bravo, wir melden, Lage in Stadt hat sich jetzt verändert, die Stimmung ist gekippt, Zivilisten sind aufgeregt, es gab auch Rauchentwicklungen, jedoch konnten beide Gruppen nicht aufklären, wo es herkam. Wir beobachten weiter, melden jedoch Vorsicht. Ja, ist verstanden. Trennung Alpha, hier Omega, können Sie die Lage bestätigen, kommen. Hier Alpha, gegen der Funkspruch an uns kommen. Alpha, hier Omega, ich wiederhole, können Sie die Lage bestätigen, dass die Zivilisten aufgescheucht wurden? Kommen. Jawohl, bestätige, Zivilisten aufgescheucht, seit Rauchentwicklung kommen. Verstanden, weiter beobachten, sofortige Lageänderung, unverzüglich melden, kommen. Verstanden, bei Lageänderung wir melden, kommen. So richtig, Ende. Ja, ich meinte, dass alle korrekt gestoppt hat. Ja, jetzt gerade zurück. Weiter, weiter, weiter. Gut. Ich glaube zwar nicht, dass wir alle Sandsäcke brauchen werden, die beiden LKWs zur Verfügung stellen, aber. Sollen wir noch ein paar von den kleinen Teilen mitnehmen, von den Ecken hier? Brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Ich sagen. Jetzt geht's bei mir auch. Auf jeden Fall hat sich die Lage schon verschlimmert. Das passt mir eigentlich gar nicht, aber wir werden darauf vorbereitet sein. Was ist los? Ich habe da jetzt den Funkspruch nicht ganz mitgekriegt. Also die Zivilisten wurden jetzt schon aufgescheucht. Es sind irgendwelche Rauchwolken gezündet worden, fallen das aber noch nicht aufklärbar. Aber die Ecken lassen wir hier. Oh, okay. Wie viel passt noch rein? Wo geht noch? Wo noch, ne? Ja. Hey, dann mache ich den letzten. Omega hier, Alpha, kommen. Hier, Omega, kommen. Korrektur hier, Bravo. Wir melden einen Zivilist in der Stadt, sehr auffällig. Worker Overall mitsamt Fallschirm auf Rücken, bewegt sich auch komisch. Sind misstrauisch. Frage nach Vorgehen, kommen. Ist verstanden. Präzisieren Sie dessen Positionen, kommen. Okay. Aufsitzen? Position immer in und um die Moschee herum bewegend kommen. Ja, ich lasse den Motor noch. Ja, ist verstanden, im Auge behalten kommen. Alles klar, im Auge behalten kommen. Ja, Ende. Zagan? Wir können, ja. Gut, setzt auf, Nobilis. Nee, Shakusa war das. Shakusa? Wer ist hinter dir? Shakusa? Ja, richtig. Okay, Shakusa. Gut, dann mitkommen, sofort in Kolonne aufgehen und Marsch. Gut, verstanden. Okay. Ich parke meine LKWs auf der Straße nördlich von Bravo, auf der Hauptstraße. Zu einer Seite dann. Guck mal auf die Map, wir werden erstmal hier Richtung. Ja, Richtung Nordosten weiterfahren, dann die Orangenstraße nach Südosten. Dann rechts abbiegen, sofort auf die Weiße und uns dann quasi auf der Hügelkuppe nähern. Okay, also von wir nehmen uns dann durch Alpha durch dann. Ja, wir fahren an denen vorbei. Okay. Gut. Je nach Lage werden wir den Fennec dann eventuell auch oben positioniert lassen. So viel dazu, ausfahren. Verstanden. Mobiles, von der für dich, fahren wir einfach hinterher, das dritte in Kontrolle.
Okay, Shakusa. Als Fahrer rein. Ja, muss ich nicht gleich hinschmeißen. Okay. Wollen wir uns auf Kanal 3 für die Konvoi-Aktion befinden? Kanal 3 ist 333.3, richtig. Ja, genau. Kanal 3. Okay. Aufgeschlossen. Shakusa, gehen wir auf Kanal 3. Konvoi ist marschbereit. Bin ich. Gut. Gut, Konvoi im Marsch. Geschwindigkeit langsam, also mit Q. Langsam ranfahren, die geht dann gleich auf. Gut, links den Hangar, weiter nach Norden. Halt. Richtung 045, weiter. Also rechts. Richtung Tower. Ja, das ist mein zweites Mal und Spaß, sorry. Okay. Gut, kein Ding. Langsam mit Kurven. Das sind ungefähr 40, 50 km/h. So, vor dem Tower rechts abbiegen. Ungefähr auf 1 Uhr. Weiter, gerade. Omega hier, Bravo kommen. Und dann hier rechts die Straße Richtung Stadt. Hier Omega kommen. Hier Bravo, erneute Rauchentwicklung in der Stadt. Diesmal allerdings im östlichen Teil der Stadt kommen. Ist verstanden, beobachten kommen. Die nächste rechts abbiegen. Wiederholen. Fahrzeuge 32 nun rechts durch. Gut, okay. Alpha und Bravo, hier Omega. Omega und Charlie nähern sich Ende. Geschwindigkeit halten. Okay. In 400 Metern kommt eine Kreuzung, da links abbiegen. Okay, verstanden. Der Konvoi hält ja gleich. Okay, langsamer links ran. So, verstanden. Gut, okay. Motor aus, absetzen. Verstanden. Shakusa? Ja, hier. Mitkommen. Mobiles Motor. Gut, hier Omega. Ich hab dir deinen Mann wieder mitgebracht. Jawohl, dankeschön. Ihr werdet jetzt den bewaffneten Fennec besetzen. Jawohl. Wie ist die Lage?
Lage soweit ruhig. Zivilisten, wie gesagt, in der Stadt aufgeschreckt. Erneute Rauchentwicklung südöstlich der Stadt, was Future bereits gemeldet hat. Und der Kollege an der Kirche kommt uns, wie gesagt, immer noch was Strange vor. Aber sonst nichts Neues. Gut, okay. Dann teilt zwei Leute ein, die den Fennec besetzen. Bleibt erstmal hier auf Overwatch. Huch, der kann ja Englisch. Wieder Zivilist, läuft Richtung Westen. Okay. Bravo, hier Omega, kommen. Wir bleiben bei unserer Fahrzeuglinie, das ist auch halt hier, Bravo, kommen. Frage, was macht die verdächtige Person bei der Moschee kommen? Du fährst gerne, gell? Ja, ich kann fahren. Dann besetzt du gleich schon mal den Fennec als... Ja, der macht keine auffälligen Tätigkeiten aktuell, treibt sich gerade in der euch zugewandten Stadtseite zwischen den Häusern rum. Aber Anmerkung, wir haben bereits einen Zivilisten mit Barett sowie Schießbrille aufklären können kommen. Ist verstanden, ein möglicher Terrorist. Markieren Sie, dessen Position kommen. Jawohl. Blitz, Fallschirmtyp nähert sich dem Fennec direkt auf 12 Uhr von Fennec Fahrtrichtung. Müsste jetzt bei euch aufklärbar sein kommen. Verstanden. Achtung! Jawohl, aufklärbar für uns. Achtung, Straße rechtzeitig von uns. Nähert sich jetzt schnell Gruppe Alpha. Okay, bereitet auf Feindkontakt vor. 12 Uhr eventueller Feindkontakt. Overall mit Fallschirm auf dem Rücken. Kommt jetzt jeden Moment den Berg hoch auf 160 Grad. Verstärkt Blickkontakt aufnehmen. Dirty, ausweichen nach Südwesten. Ja. Er geht wieder zurück. Immer noch ausweichen? Ja, weit. Ausweichen nach rechts, los. Okay, alle Mann ausweichen nach Südwesten. 3 Uhr, ausführen. Auf. Alpha hier, Charlie, komm. Genau, der ist es nämlich. Wie gesagt, Blickkontakt, 12 Uhr Richtung Start. Dirty, Auftrag für dich, Fühlung zu ihm halten. Wiederholen Sie? Auftrag für dich, Fühlung zu demjenigen halten. Jawohl. Sudri, Auftrag für dich, Fühlung zu ihm halten. An dich, falls was bewegt. Tobi? Fennec besetzen. Den hat der Kollege von Charlie wohl. Bravo, hier Omega. Frage, wie ist die Lage südlich von Niemelheim kommen? Nee, ein Schützen fürs Fahrzeug. Ein Maikopf. Ja. Einen anderen kann man nicht bringen. Du bitte als Schützen. 10 Meter, ich würde mir rücken. Also die nächsten 400 Meter von eigener Stellung Richtung Süden komplett ruhig, zivile Lage vereinzelt, Leute, die vorbeischauen, Feindlage komplett unklar, aber nichts Auffälliges kommen. Ist verstanden, dann Auftrag Bravo, marschieren Sie von Süden in Niemelheim ein, achten Sie auf verdächtige Personen kommen. Ich geh mal kurz melden. Ja, das verstanden, jetzt allerdings erneuter Rauch bei geplanter Position Bravo aufgenommen kommen. Kann noch keinen Rauchkontakt bestätigen, ich glaube Ihnen aber soweit. Denken Sie an die Einsatzregeln, deeskalierend, ne, ausführen, kommen. Anruf? Ja, verstanden, wir nähern uns jetzt geplanten Punkt Bravo, kommen. Ja, Ende. Okay, was? Haben Fühlung zu vermutlich Terroristen verloren, ist im Wald untergetaucht. Im Wald, links oder rechts der Straße? Rechts der Straße. Rechts der Straße. Omega hier, Charlie, komm. Okay, warte. Hier, Omega, komm. Frage, sollen wir LKWs bewachen oder zu Fuß mitziehen, komm. Ich fasse meinen Entschluss noch, warten Sie. Verstanden, Charlie. Okay, schnelle Entscheidungen sind besser als gar keine. Jawohl, Fühlung halten. Wenn er zu nahe kommt, melden. Anubis? Ja. Trennung, beziehungsweise... ja, mach's kurz. Hab ich vertan. Eventueller Terrorist nach links Richtung 130 ausgewichen, in Gebüsch. Verstanden. Auftrag für dich Richtung Niemelhain vorrücken zu geplant Alpha. Also zum Hotel vorstoßen. Den
vermutlichen Terroristen, wir wollen ja nichts heraufbeschwören, weiter beobachten, nach Möglichkeit kontrollieren, aber nicht 10 Mann auf einem Fleck, verstanden? Jawohl. Gut, dann Marsch. Charlie, hier Omega, kommen. Ich schreie nochmal, auf der Straße sammeln. Charlie hört. Ziehen Sie die LKWs weiter vor, ja, neben den Fennec, und bewachen Sie diese, kommen. Der Straße, nicht auf der Straße. Richtung so verstanden vor. Wir fern aus. Warten Sie. Omega Ende. Toni geht vor. Warten Sie. Aufs Dach. Jo. Boah, aber so viel gehen, dass die Zivilist kommen. Okay, wir rücken jetzt so vor allem. So wie wir jetzt hier stehen, ich mach 100 Mann. Toni 1, Ludwig 2, Luina 3, ich 4. Weil das Fahrzeug behält, bleibt stets hinter uns. Jakuza hier, Dirty. Karte markiert vor. Infanterie vorwärts, ihr stets an unserer Seite. Kommen wir noch verstanden? Okay, da vorne auch Fühlung immer zu den Zivilisten und erst recht zu den eventuellen Terroristen halten. Gehen wir nochmal 2 Meter vor und 1 Meter nach deinem Links. Okay, jetzt zurücksetzen und rechts anschlagen. Noch ein Stück. Okay, wunderbar, passt. Zack an. Ja. Was denkst du? Ist es erst günstiger, die südliche Straße abzuriegeln oder den nördlichen Bereich? Omega hier, Bravo. Warte. Wir sind jetzt Innenstadt, neben Anschluss Werkstatt, kommen. Ja, bestätige Bravo neben Werkstatt. Besetzen Sie die Gebäude wie geplant und melden Sie bei verdächtigen Bewegungen, kommen. Jawohl, Hauptsicherungsrichtung von uns wird sein, West bis Süd, kommen. So richtig, kommen. Keine weiteren Meldungen. Ja. Es kommt generell auf die Art an, wie das ist vorgegangen werden. Wenn HVTs drin wären und Fluchtroute wäre eventuell südlich, dann auf jeden Fall Bravo zuerst rein, Kreuzung sichern, dann Alpha rein, so wie es jetzt passiert. Aber bei so einem Fall hätte ich es eventuell vielleicht gemacht, dass Alpha zuerst reinkommt, Kreuzung sichert, dann Bravo zuerst. Weil wenn jetzt Bravo da unter Beschuss kommt, hat Bravo nirgendwo auszuweichen. Und wenn Alpha schon die Kreuzung gesichert hat... Ja, so viel wollte ich gar nicht, gut. Also, oh, erstmal Bravo sichern, ne? Ich will ja mindestens so eine... Na, wie erkläre ich das? Angenommen, hier steht eine Sandsackmauer, will ich die andere Sandsackmauer schräg versetzt haben. Schräg versetzt, okay. Jede Straße mindestens 2 Sandsackbarrieren, damit die Straßen abgeriegelt werden, damit da keine schnellen Autos durchkommen. Verstanden? Schnell, verstanden, ja. Gut. Dann, ja genau, so richtig. Dann erstmal Bravo Süd, dann Bravo West, anschließend Hotel Nordost. Super West. Das ist jetzt eine Anweisung an uns? Sorry. Also, erstmal. Ah, ja, okay, Bravo. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Bravo Süd, Bravo West und dann Nordost. Okay, ja. Genau. Anschließend die LKWs. Achtung, hinter dir, Zivilisten. Herzlich. Die sind mir wirklich unheimlich. Der war schon viel näher dran vorhin. Gut, dass du das sagst. Gut, also entsprechend ausführen, aber noch auf mein Kommando warten. Verstanden. Omega hier, Bravo melden, Häuser besetzt, Sicherung eingeteilt, steht und warten auf weiteres Kommen. Verstanden. Halten Sie die Stellung, beobachten Sie Richtung Norden kommen. Wir rollen dann die beiden LKWs ein oder lassen wir einen hier? Hier Bravo, Frage Norden so richtig kommen? Negativ, Süden und Westen kommen. Jawohl, so verstanden, für ein Ausende. Gut, dann sag gar nicht vor bei dir mit. Okay. Anubis, check mal Map. Siehst du irgendwo einen Marker LKW Parkplatz? Nein. Gut.
Den habe ich jetzt gesetzt in deinen Häuserlücke bei der Hauptstraße. Zwischen Alpha und Bravo jetzt direkt. Ja, genau, da dachte ich nämlich auch. Okay. Ja, genau, da werden die dann abgestellt werden. Genau. Negativ werden nicht dort abgestellt, die werden auf der Weißen Straße südöstlich vom Hotel positioniert. In Omega hier, Alpha, Blitz, Blitz. Hier, Omega, komm. Haben ausländischen Audiokontakt in Stadt, können aber nicht aufklären, woher. Dann klären Sie aufkommen. Ja, bis jetzt. Okay, aber ich verstehe generell, wo du meinst. Dann entlang der Straße, dann hinter dem Hof oder? Nein, auf der Straße, Fluchtrichtung Nordwesten. Verstanden. Gut, dann Marsch. Alpha und Bravo, hier Omega, Logistik zieht ein. Wie löst du mir nach? Also es wird folgendermaßen passieren, kurz vor der Kreuzung, die Hauptkreuzung halten wir. Ich drehe meinen LKW um und packe den dann in die Straße ein. Wir stellen unsere LKWs so auf in der Straße vor uns, dass die Schnauze Richtung Nordwest zeigt. Aber erst mit die Sandsäcke abladen. Omega hier Alpha. Omega hier Alpha kommen. Hier Omega kommen. Ich steig ab. Im Hinterhof verdächtige Person tot entdeckt. Kommen. Ja, ist bestätigt. Ich habe ja auch einen Toten auf der Straße kommen. Oh, positiv. Der war. Ja, ja positiv. Der war gerade noch nicht da. Ich bin rechts. Intensive Rauchentwicklung. Oh! Auf der Straße. Smoke-Granate. Rauchgranate. Ja, das war der Typ mit dem Barett hier. Okay, Dirty, ab in den Innenhof. Innenhof, check, ab hier in den Innenhof. Ja, bin bei dir. Wait. Mhm. Bitte stelle LKW an Nordostende der Stadt ab. Dort, wo das X ist, baut dort diesen Checkpoint auf. Das ist unser Mann. Charlie, hier brauchen wir auf klein. Es gibt zweimal vier Papierkarten an euch. Verstanden. Warum das denn? Zwei Zivilisten waren gerade unter dem Rad irgendwie ganz ungünstig. Das war schon so. Wahrscheinlich haben wir den Grund für die Rauchgranaten auch gefunden. Er hat noch eine Rauchgranate am Mann. Verstanden. Durchsucht die Leichen. Jawohl. Im Übrigen Positionen beziehen. Back. Luina? Okay, einmal zurück die Leiche durchsuchen und dann Bezimmerposition Hotel ausfüllen. Frage, was machen wir mit dem Fennec? Der Fennec wird Positionen Richtung Norden beziehen. Verstanden. Aber in mindestens teilgedeckte Stellung. Jawohl. Ich bin bei Bravo. Was soll? Okay, Mina? Ja, solange nichts auffällig ist, brauchst du das nicht mehr. Vorsicht. Denn da vorne einfach krass. Bravo, eigener. Du auch fliegen, ihr Sandsäcke? Alles klar, verstanden. Future, wo bist du? Oben, zweites Stockwerk, nicht ganz unten. Okay, ich komme. Wie wieder nur wieder? Hast du auch fliegende Sandsäcke nach dem Ablauf? Ja, komischerweise schon. Hi. Also, wir haben zwei tote Zivilisten. Beide mit Rauch. Einer hat uns komisch angenebelt. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Nee, die Zivilisten haben ganz komische Traditionen hier, Fremde zu begrüßen. Ja, die bringen sich mit irgendeinem Zyankali-Gas um, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Da ist schon wieder Rauch, was ist denn hier nicht richtig? West. Ja, gesehen. Okay, ist Future, deine Leute sind eingeteilt, ja, dass sie die Straße Richtung Süden und hier Richtung Westen abbringen. Jawohl, perfekte Einsicht, perfekte Wirkungsbereich. Sehr gut. Ganz auf dem Dach. Sehr gut. Die Futtertruppe ist da vorne. Ja, die Logistiker werden jetzt hier die Straßen abriegeln, damit eventuelle Autos. Ja, wegen Straße abriegeln. Oh. Es gibt einen kleinen technischen Bug. Nein. Schau dir mal das an. Okay. Die kann man auch nicht ziehen. Die kann man nicht ziehen. Nein. Okay. Da hat jemand Sandsäcke verladbar gemacht, obwohl sie gar nicht verladbar waren. Scheiße. Tja, hat sogar einen Auftrag erkannt, Sag ja? an, pass auf.
Geh mal auf eine Halbmauer drauf. Also fahr mal so ran, dass die Mauer auf eine Halbmauer abladen kannst und dann bist du ungefähr in der Höhe, dass du draggen kannst. Ja, finde mal eine Halbmauer. Hinter dir. Jetzt auf dem Weg nach links. Stimmt. Erkannt. Oh, leck mich am Schell. Schaut mal, wenn der irgendwie mit dem Funkgerät rumhantiert, ne? Dass wir da gut aufpassen. Ja, ihr behaltet die Sicherung im Auge. Ja, der Schießbrillenmensch, der ist jetzt einer 2 Stück Richtung 160 gefahren. Hallo, Herr Ben. So, oh, was ist jetzt mit Halbmauer hier? Phoenix soll aufpassen. Aber scheiße, nächster Civilian Casualty. Oh, das gibt Papier. Nein, der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Betonung auf noch. Korrigiere nicht mehr. Ah. Das sieht aus, ey. Ach. Nicht aufregen. Alpha hier, Omega kommen. Alpha hört kommen. Kleine Lageinformationen. Es ist sehr ungünstig, wenn Zivilisten von uns überfahren werden kommen. Jawohl, dies habe ich vor wenigen Sekunden meinem Fahrer gemeldet kommen. Melden Sie es ihm nochmal, Ende. Mit Nachdruck. Ach. Leute. Ja, nun, es wird wohl nichts mit Frühfeierabend, ne? Schreibkram ist angesagt. Ach ja, schreiben ist nicht so das Problem. Der war gut. Der war echt gut. Ey. Future, wo hast du deine Männer eingeteilt? Also zwei Mann hier, dann. Genau, zwei Mann auf dem Stockwerk, wir haben primär West, dann haben wir zwei Mann da auf Süd auf dem Dach, die haben primär den Südwesten. Ach da. Und MG ist ganz oben, hat Rundumsicht. Ach da. Hier quasi Brandhof, ist sogar Fuß. Auf Kurzwelle. Sehr gut. Was. Ja. Was du machen musst, ist, du musst dein LKW so parken, dass im Prinzip die Sandsäcke entweder auf einer Halbmauer landen oder dass du selber irgendwo eine Halbmauer hochkommst, dass du die draggen kannst. Keine Öhrchen, dann geht's. Captain, ja. Okay, ich suche mir meine Mauer. Ich glaube, der Logistikkollege hat ein paar Probleme mit seiner Fracht. Aber das hier rechts sieht schon besser aus mit dem Sandsack, ne? Richtung Süd. Ja. Ja, der muss auf der gleichen Höhe sein wie der Sandsack, damit er sie at Action auswählen kann. Da der Sandsack aber keinen. Da er nicht runterfällt, weil er automatisch irgendwie schweben kann, ist er ganz so niedrig. Deswegen muss er das Ding abladen, wo er irgendwo hochklettern kann. Mies. Hoffentlich weiß der andere Logistiker das auch. Willst du mal kurz auf die 3 gehen, Dennis, sagen? Ich weiß nicht, ob die das schon durchgefunkt haben, weil der bewegt sich schon mal, aber ob er das jetzt auch so macht? Frag einfach, ob die informiert sind, wie man mit dem Sandsack umgeht. Kleines Kanal 3. Oh, schon wieder Zivilist. Nicht schon wieder. Oh. Logistiker verletzten Hemmels. Wir müssen Zivilisten direkt voraus unter deiner Kanzel. Ich darf dann schon mal hingehen. Verstanden. Das gibt Magenschmerzen. Jetzt landet noch in der Einsatzkamera. Ach Gott. Ja, ja, keine Beweise. Ich, ja, einfach schneiden. Machen die im Einsatz bestimmt auch. Aus West gleitet jemand auf uns zu. Aber scheint zivil zu sein. Ja, den sehe ich, das zivil. Kauft da die ganze Zeit schon rum. Alpha hier, Omega kommen. Wenn ich übergebe, Alpha hört kommen. Muss, ne? Kleine Planänderungen, verteilen Alpha. Sie sich auf mehreren Gebäuden. Schwerpunkt bleibt Hotel kommen. Wiederholen Sie letzten Funkspruch kommen. Ich wiederhole. Kleine Planänderungen, verteilen Sie sich auf mehreren Gebäuden kommen. Hier Alpha, wiederhole, wir verteilen uns auf mehrere Gebäude, so aufgenommen kommen. So richtig, Ende. Sagan, du hast es im Griff? Ja. Ben? Jawohl. Kleine Bitte. Könntest du dein Skript noch so anpassen, dass auch Leichen weggezogen werden können? Ich weiß nicht, ob das geht. Müssen wir mal gucken. Weil eine Leiche hat immer noch den gleichen Klassennamen wie ein lebendiger Schütze. Und dann könntest du dich so gegenseitig so rumziehen. Das wäre bestimmt blöd. Aber das sieht da vorne auch
Obwohl, nee, das Problem hat sich gerade in Luft aufgelöst. Okay. Die Putzkolonne war schon da. Scheiße. Der Tatortreiniger. Melde mich zurück im Funk rein. Jawohl. Keine besonderen Vorkommnisse, mein Führer. Alles klar. Oh nein, der Einsatzkameratrupp ist hier. Mach nicht den Greyfox. Zagan, das sieht sehr interessant aus, was du da machst. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Hattet ihr in der Ferne irgendwas beispielsweise im Osten aufklären können? Irgendwelche Bewegungen? Bis jetzt nur Zivilisten. Okay. Also auch hier nicht nur. Ja, zielen bitte nicht auf den. Danke. Entschuldigung. Hier auch. Hart und gerechte Strafe. Als wir auf Overwatch waren. So, Backpfeife. Also keine Bewegung, okay, jetzt reicht mir. Oh, du hast einen K.O. gehauen. Okay. Boah, auf einmal war es mir schwarz, war irgendwas passiert. Magische Hände. Na gut. Der zweite Loki braucht ein bisschen Hilfe, der fährt die ganze Zeit über Sachen drüber. Sachen im Sinne von Zivilisten. Momentan Gebäude. Hat der keinen Einweiser? Nee, die sind beide alleine. Oh shit. Okay. Alpha, das hier Omega kommen. Aus. Alpha hört. Auftrag, stellen Sie einen Mann ab, der Nobilis, dem Logistiker da unten, hilft kommen. Ja, werde ich machen. Gut, Ende. Ja, wir brauchen eindeutig mehr Mann für die Mission. Ja. Aber wie dem auch sei, leben in der Lage. Doch ist nichts passiert. Auf jeden Fall die Sicherung von deinem Trupp gefällt mir hier. Ist eigentlich alles abgedeckt in dem Teil. Wenn da oben keine Scheiße waren, soll das klappen. Ja. Die Frage ist nur im Falle des Falles, ne? Wenn die jetzt da Fallgefecht haben, wir halten um jeden Preis Stellung. Hier jetzt wo kommen? Warte mal. Zagan, was? Ja, ist verstanden. Jetzt, wenn er da irgendwie rumfuchtelt, ja, kleinen Moment. Wenn der, hier ist ein Zivilist, der mit Schießbrillen bereit. Wenn er, ich schau mal rechts von dir, wenn der auf den Helm zugeht, ja, wenn er da rumfummelt, dürfen wir einen Warnschuss abgeben? Was macht der? Behaltet ihn im Auge, Jungs. Ich will jetzt nur keinen Warnschuss abgeben, damit man nicht Kilometer weit hört, dass wir hier sind. Mhm. Erstmal keinen Warnschuss, nein. Ja, ja. Direkt voraus auch ein gleitender Zivilist auf Straße. Für irgendwas haben die Schiss. Vor uns. Wir tun doch nichts, wir bauen nur eine Sandsäcke. Wir haben große, schwere Kanonen dabei. Hatten die Leichen vorhin außer den Nebelgranaten noch irgendwas? Wir haben keine Leichen gesehen, aber. Achso, verdammt, das war. Ich denke, das hätten die dann gemeldet. Ja, denke ich auch. Wird angefangen. Hier, Bravo auf Kleinkomm. Osten? Wäre mir jetzt persönlich nicht bekannt. Könnte sich allerdings um Zagan handeln. Der ist nicht beim Truck und ist gerade von Süd nach Ost gegangen. Komm. Ich bin mal oben. Funk dir mal auf 3 an, wir haben allerdings jetzt gerade Wochenwicklung. Hallo, ist hier Sagan, ich muss was kurz mapseitig anschauen, ich bin bald wieder da. Ende. Ja, verstanden, Ende. Was muss der mapseitig anschauen? Ich nehme an, es läuft gerade technisch was nicht so, wie er was ich es gedacht hatte. Oh je. Das wären entspannte 2 Stunden. Ich denke mir gerade als Sagan vor, oh, was ist mein Spieler? Der wundert sich, warum hier nichts passiert. Ruhe kann trügerisch sein. Also immer schön die Augen offen halten. Ja, immer doch. Ach, da vorne geht's jetzt auch voran. Ja, das läuft gut. Sind die am Baum? Ja. Ich hab grad irgendwie
abschreien hört. Ja, ich auch. War Englisch, ne? Ja. Okay. Wäre es Russisch gewesen oder sowas, hätte man, glaube ich, kein Rallye abgehört, hä? Ja, das stimmt. Da ist was dran. Hallo, bist du hier sogar angekommen? Hier, Omega kommen. Frage, sind einige Zivilisten in der Stadt umgefahren worden? Komm. Ja. Das muss ich leider bestätigen, kommen. Waren es auch einige Zivilisten mit blauem Hemd und Jeans? Komm. Ich prüfe. Trennung, Alpha hier Omega, waren die toten Zivilisten mit blauer Jeans? Kommen. Einer auf jeden Fall. Warten Sie einen, Mike, ich prüfe. Ich ahne gerade, wie er es mapseitig gelöst hat. Ja, ich auch. Hier Alpha, bestätige ein toter Zivilist, blau gekleidet an der Kreuzung, kommen. Er ist verstanden, Trennung, Charlie hier Omega, haben Sie mitgehört, kommen. Positiv, ist verstanden, ich muss nur kurz die Leiche überprüfen, Ende. Hier Alpha an Charlie, negativ, Leiche nicht mehr vorhanden, kommen. So verstanden, dann mal hoffen, Ende. Gut, wieder was gelernt. Schon. Aber mir gefällt's von der Kommunikation heute. Ist ja auch schön ruhig. Was ist denn passiert? Ich glaube, also, wir haben gerade seinen Trüger getötet. Ich glaube auch. Nach dem Motto, wenn Blue V da, dann Zivilisten aus Stadt raus, wenn kein Zivilisten in Stadt, dann Angriff rein. Und ich glaube, dass da jetzt verreckt, das war nicht geplant. Naja, dann müssen wir einfach nur alle Zivilisten umbringen. Negativ. Das ist nur eine Frage der Zeit. Meine OPZ sagt gerade, vielleicht ist Sagan einfach nur ein Spion der Gegenseite und hat seine eigene Mission sabotiert. Er läuft gerade übrigens wieder vorbei. Er sucht seinen Trigger. Ich komme wieder runter. Also die Sandsackbarriere da hinten gefällt mir. Jetzt ist die Frage, sollen die Straße komplett blockieren oder nur so, ne? Ne, die machen das schon. Die sollen nur bremsen oder so. Ah, okay, also so ein Z-mäßiges wie beim PTP. Ja, das machen die doch auch, oder? Sieht danach aus, als sich ein bisschen entwickelt, ja. Ja, sehr gut. Soll ich dem sehr gerne mal helfen gehen da vorne? Ja, ich glaube, das können wir verantworten. Na, melde dich an. Achte auf den Halbzombie im Südwesten. Ich wollte gerade sagen, im Südwesten ist gerade wieder dieser Zivilist. Ja, der mit dem Barett. Ich denke immer, das ist Bardo, der da angekrochen kommt, aber. Der Typ gefällt mir am allerwenigsten. Moment, wer? Der Zivilist? Ja, der Zivilist. Scheiße. Bäh. Erste hier, zweite. Ben geht jetzt vor zum Zergan und hilft ihm mal mit dem Hammett. Ich übernehme derweil die Sicherung mit. Ja, im Prinzip alles ist doppelt eingeteilt. Also wir haben alles ganz entspannt. Aber gerne doch. Es geht ja, scheint ja klar zu gehen bei Alpha da vorne. Ich sag mal so, jetzt wo keine Zivilisten mehr im Weg stehen, auf jeden Fall. Die wurden ja schon quasi aus dem Weg gegangen. Ach Gott. Ich hab's ja gar noch gar nicht zum Geburtstag gratuliert. Machst du jetzt bei Jürgen? Sagan? Future? Alles Gute zum Geburtstag übrigens. Ah, Dankeschön. Ah, Dankeschön.
Der klang begeistert. Was für starke Männer wir hier haben, ne? Ja, ja, bloß den ganzen Sandsack bei ihr einschleppen. Richtige Tiere. Aber das wusste ich schon. Von Anfang an hier. Guck dir das an, wie er sich abmüht. Wahnsinn. Halbe Stunde haben wir jetzt circa in der Stadt, ne? Oder mehr schon? Drei Viertel ungefähr. Ich habe gerade nicht auf die Uhr geschaut. Ja, hinten sieht echt gut aus, ne? Ja, es wird. Wie die Ameisen, wie sie da basteln sind. Ja, ja. Müssen die noch eine Fuhre holen dann? Eigentlich nein. Schon, ne? Nein. Weil hier hoch die Straße ist ja auch noch nicht gesichert Richtung Westen. Das machen wir mit Waffenbeweis, wir sichern die. Ja, okay. Ich befürchte, das wird auch heute auch nicht nötig sein, aber... Das glaube ich auch. Ja, wenigstens die Logistiker was zu tun gehabt. Das ist mal was ganz anderes, ne? Wo keiner was tut, außer Logistik. Hatten wir auch noch nicht. Hat mal was. Ich muss sagen, das Ausrüsten und Ausmarschieren ging heute sehr, sehr schnell. Ja, finde ich auch. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, so eine kleine Gruppe ist auch relativ easy, von wegen Einteilen. Zivilist auf 210 ungefähr bewegt sich nach rechts. Auf dem Horizont. Ja, okay, was unauffällig. Ah, da hinten, ja. Ich bin unterwegs. Wegen Einteilen und Marschreihenfolge und so weiter. Ja, so das gut. Stimmt, das stimmt. Ich meine, im Prinzip kann man das auch im Heli machen, aber dann stört man die Piloten wieder mit dem Gequassel. Ja. Ignorieren. Oh, dieser Sonnenauf- oder Untergang. Sehr, sehr herrlich. Future, so sieht aber keine Sicherung aus. Ja, das stimmt. Ich sichere die Sonne. Nein, Spaß beiseite. Future? Hier! Na kurz, die Waffe runter. Alles klar, danke, Warte. Hast du den Lonesome Wolf vom Horizont gemacht? Genau, so ungefähr. Ist mein sexy Hintern drauf? Ja. Natürlich. Sehr gut. Vergrößere ich nachher und schick's direkt an Luina. Ich hoffe, du hast deinen Spaß da oben, uns beim Arbeiten zuzuschauen. Schneller. Ich bilde mir gerade ein, ich höre irgendwas in der Luft. In der Luft? Das ist aber mehr Einbildung, oder? Ich glaube auch. Das sind die Bäume, die rauschen. Ne? Achso, okay. Vögel, die zwitschern. Ja, dann nur Neid von da oben. Neid! Buckel ihr Baden. Wir geben euch dann ein Bier aus in der Basis. Unter uns das, was wir jetzt schon trinken. Nur Wasser in der Feldflasche. Natürlich. Ich kundschafte mal ein bisschen in die andere Richtung. Ja. Anubis, du weißt, was wir machen können. Was? Wenn die fertig sind mit den Barrieren, ne? Könntest du ja theoretisch mal kurz einen von den beiden zurück zur Base schicken, dass die mal so einen Erkundungstub machen mit dem Hummingbird. Dass er eine ungefähre Feindlage bekommt. Okay, eigener LKW. Okay. Ja. Na, deswegen habe ich ja gefragt, ob ihr irgendwas im Süden aufklären konntet. Fahrzeuge, Zivilisten, irgendwas. Aber. Süden hatte ich auch relativ schlechten Einblick, da wir auf einer. Da war eine weitere Bergkante vor uns. Also das Dorf im Süden könnte ich überhaupt nicht sehen. Mhm. Vielleicht kann man einen Erkundungsflug starten lassen später. Ich habe da noch andere Ideen. Aber wir warten erstmal, bis die Barrieren
stehen und Zagan Meldung machen kann. Ich wandere mal kurz mit dem Blick auf der Karte. Zagan, hier Novelist, komm. Zagan, hört. Jawohl. Ja, Straßensperre in dem Nordosten steht. Kommen. Booster? Jawohl. Hast du eine Kippe? Das ist so verstanden. Ja. Warte, ich hör mal kurz ein. Treffen uns in der Mitte des Dorfes, wir halten uns bei Alpha dann auf. Nix los. Komm. Ja, das ist verstanden. Zur Information, Ladungsmenge ist 0. Kommen. Positiv von mir auch, habe jetzt aber beide Sperren angerichtet. Kommen. Herrlich. Gut, ne? Herrlich. Sagan hier bitte. Charlie Omega kommen. Sagan. Muss noch ein bisschen härter einschlagen. Vorsicht voraus, ja. Rechts, Zivilist. Meine Fußnägel rollen sich. Ja, aber eine Hecke ist frei, kannst nach links einschlagen. Wiederhole, ja. Charlie Kirk. Alpha Kirk. Aua! Anubis? Ja. Reagierst du bewusst nicht? Was? Reagierst du bewusst nicht? Ich hab Charlie angefunkt. Ja, ja. Charlie hört. Vorsicht, dein eigener Truck gleich hinten. Jetzt hat Charlie geantwortet. Ich wiederhole, Charlie, hier Omega kommen. Ich wiederhole, Charlie hört, kommen. Sehr gut, positionieren Sie die LKWs wie geplant bei LKWs, wir treffen uns dort. Ende. Stellung halten. Mobiles, fahr mal zurück bis zur nächsten Kreuzung und bieg dort dann in die Straße ein. Komm durch, komm durch. Ja, ich kommen Sie, Herr Flugführer, Sie haben wichtige Aufgaben. Okay. Sehr gut gemacht. Halt, halt, halt. Du fährst gerade Schilder um und so. Das war schon so. Ja, halt. Ich weiß euch einen, wartet. Schakuse nochmal ein bisschen schräg nach vorne rechts und dann hart links einschlagen. Ja, ist Nobel ist aber so. Verdammt, check. Okay, und zurück. Gerade und zurück. Weiter, weiter. Leicht links einschlagen. Okay, und halt. Stoppmotor aus, absteigen. Mitkommen. Also, ja. Okay, Zagan, leicht rechts einschlagen und zurück. Hart links. Shakuse übernehmen. Ja, Nobilis, scheiße. Stopp, stopp. Okay, du hast 3 Meter nach rechts. Das passt so. Okay, Zagan. Zagan? Ja. Ja. Gut. Komm mal mit. Wie ist die Lage? Map-mäßig? Ich habe aus Versehen einen ID-Fuzzi umgefahren in der Stadt. Die Map löst aber aus. Okay, also wir können. Solange der tot ist, löst die Map aus. Und der ist ja durch mich umgefahren worden. Okay, also. Das dauert halt bloß ein bisschen. Ich habe extra ein bisschen mehr Zeit eingeplant, dass ihr die ganze FOB aufrichten könnt und bla bla bla, bevor das dann losgeht. Gut, okay, nee, dann weiß ich Bescheid. Sonst hätte ich mir jetzt eine Alternativlage ausgedacht. Aber wenn es nicht gescheitert ist, dann. Ja, noch gut. Nicht.
Also es sollte in circa 3 Minuten dann Action geben. 3 bis 5 Minuten, sagen wir so. Ja, okay. Gut, dann erstmal bei Position LKWs Stellung beziehen und ja, drauf aufpassen. Okay. Dirty? Ganzes Gebäude, 0 Grad. 0 Grad, okay. Alpha, hier Omega kommen. Alpha. Ja. Frage, wo ist der Fennec in Stellung gegangen, kommen? Fennec auf 12 Uhr der Fennec nach Kreuzung rechts hinter letztem Haus, Blick Richtung Nord kommen. Ist verstanden, Ende. Okay. Wie ist die Lage allgemein bei euch? Konntet ihr uns ist alles ruhig. Ah, okay, also überhaupt nichts Verdächtiges, ja. Bis jetzt noch mal nicht. Gut, okay. Dann weitermachen. An alle Einheiten, hier Omega, Position Wilhelm, markiert Position, wenn wir ausweichen müssen, Ende. Komm wieder raus. Gut. Straßensperre hier steht. Sehr gut. Da vorne auch. Eigene Teile haben eben beim Compound hier gegenüber Südwest kurz durchsucht, weil dort ein Zivilist verdächtig Koordinatenangaben auf Englisch durchgegeben hat. Okay, verstanden. Was, wie ist die Lage jetzt? Wo ist der? Sie haben einen unbewaffneten Zivilisten gefunden. Scheint aber sich um Fehlalarm gehandelt zu haben. Okay, verstanden. Die sollen wieder ihre Position beziehen. Wo ist Future? Hier auf dem Dach der ersten Teilgruppe. Direkt. Okay. Omega, Charlie, komm. Hier Omega, komm. Aber wir fahren LKWs kurz mal in den Hof, rechts von den LKWs, komm. Ja, verstanden. Ausführen, kommen. Charlie, Ende. Achtung an alle, hier Bravo, Kontakt. Süden, circa 700, kommt auf die Stadt zu. Vier Mann Infanterie. Achtung, kam nichts durch. Vier Mann Infanterie, aus Süden 700. Der Gefechtsstation. Komm, ob verstanden. Verstanden, verstanden, vier Mann aus Süden. 110 Grad. Ich habe einfach so in Gruppenstärke. Was, wiederholen? 110, Gruppenstärke. An alle Richtung 110, Gruppenstärke, Feind nähert sich. In den Hinterhang. Ende. Ui.
Alle Einheiten klar machen zum Gefecht. Jawohl, klar zum Gefecht. Du hast gleich einen Blick, der ist da ziemlich weit hinten. Ah, okay. Du fährst vor, bis ich Halt sage. Rechte Seite ist das, am Hinterhang halt. Ungefähr. Jetzt einen Meter zurück und hart nach rechts anschauen. Wenn du direkt straight durchguckst, hart rechts. Ich funk die ganze Zeit. Genau, jetzt geradeaus weiter. Und jetzt geradeaus zurück, bis ich Stopp sage. Hier, zweiter. Noch weiter. Omega, hier Alpha, komm. Ja, Omega, komm. Rechte Straßenseite, grob Richtung 200 in vor Sandsack auf Freifläche, rechte Hangseite. Das war die Rufe im Sturm, hier ist was im Busch. Hier Alpha, unser Gruppen-ZF konnte alle Feinde, neun Mann aufnehmen, kommen. Verstanden. Frage, Entfernung, komm. Entfernung zum Feind. Warten Sie, eine Weile. Die rankommen, das müssen wir Feuer öffnen. Öffnen Sie das Feuer. Wie viel Meter? Warte. Erstmal 500. Verstanden. Ich will aber erstmal den Feind identifizieren lassen. Omega hier Alpha, ja, ungefähr Entfernung 350 Meter. Infanteristische Einheiten, Sturmgewehr kommen. Verstanden. Schussbereich ab 200 Meter. Kommen. 200 Meter also weitergeben. Schussbereich ab 200 Meter. Meter. Kommen. Ja, Omega Ende. Mobilisse wechseln auf Kanal 1. Meint er kann 220 Hinterhangstellung jetzt gerade. Da kommt der Rest noch hinterher. Omega, hier Alpha. Rest kommt ja, Omega, komm. 5 Mann, 6 Mann. Ben soll Gruppe Future übernehmen, da technische Probleme kommen. Verstanden, ich geb's weiter. Ben, Gruppe Bravo übernehmen, Future, technische Probleme. Hast du verstanden, Ben? Positiv, Gruppe Bravo übernehmen. Gruppe Bravo hier, Ben, Gruppenführer ausgefallen. Das wird korrekt. Ich übernehme Gruppe. Zielanweisung, Team 2 auf den Rang 220. Feind in Gruppenstärke 6 Mann bekämpfen. Einer bekämpft. Zwei bekämpft. Sechs Mann bekämpft. Drei negativ. Das war's. Gleiche Richtung immer noch Feind. We've got an enemy. Unknown contact. 200 meters front. Ach nee. MG noch fit? Ich bin fit. Alpha hier, Omega, komm. Hört. Junge, konnte ich da gerade rein. Der Fennec soll Positionen beziehen, wo sie zunächst Aufklärung über Niemelheim gemacht haben. Kommen. Sprich Richtung 110 Grad kommen. Nördlich von Niemelheim kommen. Soweit verstanden. Gute Arbeit. Haben jetzt Feinden Gruppenstärke geworfen auf 220. Auf der anderen Dorfseite wurde ebenfalls bekämpft von Alpha. Sind jetzt wieder in Aufklärung. Feind kurz. Ich hab's markiert, komm. Und bei Überschreiten der Feuerlinie von 300 Meter Entfernung automatisch mit den Feuern. Blitz, Blitz. So aufgenommen, werde ich so weitergeben. Ende. 270. Zwei Feinde erkannt sind jetzt Hinterhangstellung. Markant hinter diesem Baum, der da auf dem Hügel ist. Verstanden. Kante hinter Baum auf dem Hügel, 270. Links von der Straße. Jawohl. Sind 1, 2, 3, 4, 5. Fünf was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann. 8 Mann. Jetzt auf Straße. Alles klar. Erste, richtet euch mal teilweise aus Richtung West 270. Ich komme auch. Ein Schütze soll auf jeden Fall noch die alte Sicherung beibehalten. Wir haben hier nochmal 8 Mann gemeldet. Entfernung?
Hilfe. Wie viel? 230. Okay. Unknown contact. 200 Meter. Zufallsstraße West. Feind tritt jetzt aus der Tankstellung vor. Deckung. Wenn wir einfach alle Teile, höhere Vorlaufgranaten, Eisenteile kommen. Wiederholen Sie. Höhere Unterlaufgranaten aus eventuell grob Richtung West, Südwest, Frage, eigene Teile kommen? Positiv, eigene Teile, Gruppenstärke bekämpft, kommen. Ja, Gruppe bekämpft. Verstanden, eigene Teile, durch die Ende. Alpha, Omega, Achtung, es bewegt sich weiterhin Feind. Westlich Niemelheim nach Norden, Achtung, der Fennec, kommen. Wiederhole westlich nach Niebelheim Richtung Norden. Werde dies an Fennec weitergeben kommen? Positiv. Ich wiederhole, westlich von Niebelheim, Feind Richtung Norden unterwegs, Richtung Fennec. Weitergeben. Ende. Siehst du noch was? Ja, nee, also die sind, glaube ich, alle bekämpft jetzt. Sehr schön, sehr schön. Ein Zivilist. Ist hier Ben Feind im Westen geworfen. Also Achtung, ich kreuze. Ja. Weiß jemand, ob Future wiederkommt? Negativ. Ja, ich komme wieder. Okay. Charlie, ja, Omega kommen. Charlie, ja. Auftrag. Schnappen Sie sich einen LKW, stoßen Sie zum Fennec vor, in Begleitung... Also im Begleitschutz mit Fennec zurück zur MOB, Nachschub holen, kommen. Verstanden, Frage an den Munitionstyp, kommen. G36 und MG4, kommen. So verstanden, Auftragsdauer ca. 20 Minuten, kommen. Ist verstanden, bei der Gelegenheit Future mitbringen, kommen. Wir haben wieder Beschuss. So verstanden. Okay, Ende. Wo? Ich habe einen Knall gehört. Ich auch, konnte es aber nicht lokalisieren. Westen sehe ich gar nichts mehr. Nur Leich. Westen Hinterhang? Ah ja, doch, da ist einer. Neuer Kontakt 270. Bewegt sich in Querbewegung rechts nach links. Alpha hier Omega, der Fennec soll Charlie Begleitschutz geben, kommen. Ja, hier Alpha schon längst ausgeführt, kommen. Gut, die sollen auf einen Kanal gehen, Ende. Hallo, bis? Ja. Jawohl, gebe ich aus. 270 bzw. 260-500 Kontakte. Wie viel? MG-Schütze sagt 2. Kannst du den ausschalten da oben? Negativ ist jetzt Hinterhang. Okay, beobachten. Frage Funkverständigung zu Fennec. Eins, hört ihr mich so auf Jelling? Ja, ich höre dich. Ja, wir hören. Wir haben nochmal Kontakte aus 270 gemeldet bekommen. Sollten jetzt von rechts nach links laufen, ca. 500 Meter. Frage, Funkverständigung. Fennec. Fennec, komm. Ist jetzt auf 250. Weit entfernt, ca. 500 Meter. Zagan, Janubis, ich höre dich, aber nichts vom Fennec kommen. Das verwundert mich auch gerade. Der Fennec ist auch nicht dort, wo er sein sollte. Komm. Ich geb's weiter. Alpha hier Omega, der Fennec ist nicht auf Kanal 3. Charlie hat keine Funkverbindung kommen. Hier, Alpha wird dies einmal prüfen. Ja, nicht nur Prüfung abstellen, Ende. Ah, der Fennec ist zu weit südlich, der soll weiter nördlich auf der Straße sein. Charlie, sofort zur MOB durchbrechen, kommen.
Großer Hidalgo? Shakusa hört. Ihr habt bereits Fühlung mit Logistikradruf aufgenommen, Colin? Negativ befinden wir uns auf dem Weg dorthin, weil wir ja auf dem Weg noch jemanden bekämpft haben. Wunderbar so aufgenommen. Ich nehme dies jetzt als erfolgreich, mit Logistikadruck aufnehmen und kurze Meldung an mich, wenn geschehen kommen. Okay, verstanden. Werde jetzt aber wieder auf Kanal 1 switchen. Dirty Ende. Omega, ja, Alpha, Fennec hat unterwegs noch einen Feind bekämpft, deswegen der kleine Umweg, sind jetzt auf Channel 3 und haben mit Logistikadruckfühlung aufgenommen, kommen. Hier Omega, ich hab's mitgehört, kommen. Wieder so ruhig hier. Ja, positiv. Und das stört mich. Hier Logistik, Frage, Funkverständigung zu Fennec, komm. Ja, Fennec hört. Seid ihr schon aufgeschlossen? Hier, Ben, komm. Negativ, wir suchen euch noch. Schon mal auf der Map, Punkt Logi. Das dürfte ich erklären. Hier, Ben, verleg wieder Richtung Bravo. Wir werden dich aufklären ohne Funk, weil Durchgeben von Informationen von und über Feind über Funk ist jetzt gerade nicht gut. So verstanden, komm. Wir schließen auf. So verstanden, ich setze euch gleich vor uns, okay, wir fahren hinterher. Aus Hintern wieder aufgetaucht, 240. Eine Handbreit links neben Ölbohrturm. Verstanden, noch nicht erkannt? Ja, erkannt. Müsste genau 400 sein. Ich pack mal kurz Entfernungsmesser aus. 170. Oh, Sagan. Ich hab 473 Meter. Er ist stehen geblieben und tut gar nichts mehr. Guckt von uns. Keine Sicht drauf, Gruppe 1. Fennec, hier Logi, Frage nach Verbleib, komm. Jetzt könnt ihr mal einen kurzen Rundum-Scan durchführen. Fennec ist gerade auf der Straße angekommen, wo Logi sich eigentlich befinden sollte. Können aber euch nicht sehen. Ich meinte eigentlich Mapmarker, Logi. Schau im Nordwesten, dort wo ihr eigentlich stehen solltet. Komm. Also ich meinte Logi wörtlich, nicht LKW. Ja, den habe ich auch gemeint, den Mapmarker. Was? Gib mal eure Koordinaten durch. Charlie, hier Alpha, kommen. Hier Alpha, komm. Nee, da Charlie. Hier Alpha, Frage, es wird langsam dunkel, es dämmert. Wäre es möglich, ein NSV mitzunehmen für die Gruppe? Kommen? Das ist so positiv, das können wir machen, komm. Bitte planen Sie auch unseren Gruppenscharfschützen ein. Mit seiner Visierung kann er im Dunkeln nichts machen, kommen. Frage an den Gruppenscharfschützen, hat er 10 oder 20 Schussmagazine, kommen? Warten Sie, einer mag ich prüfe. Gut, der andere Feind macht auch noch nichts. Da steht nur rum da hinten. Hier Alpha, unser Gruppenschaftsschütze hat 20 Schuss, kommen. So verstanden. Sprich dann bitte einmal ein G36 wie Sie inklusive NSV für unseren Gruppenschaftsschützen, kommen. So verstanden, G36 Vision NSV für Gruppen-ZF. Ich danke Ihnen, Alpha Ende. Zagan, wir haben jetzt unsere Position auf der Karte gefunden. Wir werden jetzt aufschließen. Es tut mir leid für die Verzögerung. Verstanden. Seid froh, dass ihr den Funk nicht mitgehört habt.
Welchen Punkt? Sagen wir, einige haben es noch nicht gelernt, mit Karte und Kompass umzugehen. Und GPS. Und Blue Force Tracking, aber egal. Omega hier Alpha, haben feindliches Fahrzeug auf 250 Grad gesichtet kommen. Identifizieren Sie feindliches Fahrzeug kommen. Ja, hab ich schon gesehen. hier Alpha, womöglich Ifrit kommen. Verstanden, prüfen, ob bewaffnet kommen. Werden wir prüfen, warten die eine Mike. Achtung, bewaffneter Fennec Richtung 245 irgendwo. Bewaffneter Fennec 245? Wahrscheinlich Fennec. Fennec 245. Sicht. Omega hier Alpha, vermutlich bewaffnet, Sie aber noch nicht fest. Wenn wir was wissen, gehen wir durch Trennung. Bravo hier Alpha, Blitz, Blitz. Hinterhang. Hatten wir eine Panzerfaust dabei? Nee, ne? Hast du das im Auge? Wiederhole, Bravo hier Alpha, kommen Sie. Bravo, können Sie nicht aufnehmen, geben Sie es an mich weiterkommen. Hier Omega. An Omega, haben Feinkontakt an Horizont, ungefähre Entfernung 1 bis 1,5 Kilometer. Kommen. Verstanden, der Ifrit kommen. Wiederholen Sie? Frage, ist das der Ifrit kommen? Negativ südwestlich der Stadt, unsere Position aus läuft Richtung Süden kommen. Der Fahrzeugkontakt verstanden, ich geb's weiter. Ein deutscher Fennec mit Balkenkreuz. Ein deutscher Fennec, okay. Ben, für dich, wir haben durch Alpha gemeldet im Südwesten. Feind, wir haben uns jetzt getroffen, ungefähr 1 Kilometer entfernt. Logi. Wir sind jetzt in circa einer Mike dort. Kommst du Feind 1 Kilometer? Ja, ich habe schon mal einen Rucksack fertig gemacht mit 4G36 und den NSV. Future, Auftrag an dich. Kannst du bitte mal schauen, ob du den Moonkasten schleppen kannst? Der G36-Visierungen hat. Quatsch. Der G36-Magazin hat. Komm. Ja, ich prüfe. Nee, was denn? Verstanden. Eintreffen circa einer Mike. Das ist Südwest 1 Kilometer. Ja, so verstanden. Charlie, hier Omega, kommen. Charlie hört, komm. Auftrag, bringen Sie noch ein paar Panzerfäuste mit. Mindestens 2 Stück kommen. Verstanden, wir bringen mindestens 2 Panzerfäuste mit, komm. So richtig, Ende. Frage, Typ RGW oder IT, kommen. Panzerfaust. Verstanden, Ende. Sagani Future ist möglich. So verstanden, bring mal die Kiste irgendwo in eine zentrale Lokation, wo wir sie dann in den LKW aufschlucken können. 500 Meter. Wird erledigt. Bei Sandsackbunker. Wir fahren jetzt gerade in Space ein. Daoka, sag mal die Richtung. Wir sind in den Flugfeld. Jojo. Circa 201 Grad. Omega hier Alpha. Ich schlepp's zu nah. Ja, Omega, komm. Haben südwestlich Kontakt zu Einzelschützen, Hinterhangstellung kommen jetzt über den Hang, kommen. Verstanden, wir haben Aufwärmempfehlung, kommen. Momentane Lage aufgeklärt? Lage auf gleiches Bein? Definitiv. Ja, aber Funk ungünstig, können wir gleich im Auto machen. Verstanden. Ungefähr Entfernung 260 Grad. Ja, schießt auf uns. Ja, positiv, wir haben Feindfühlung, kommen. Alpha meldet den Feind, der uns gerade beschießt. Richtung, ja, 200 grob. Panic draußen warten, ich hol schnell die Munition und alles. Ihr könnt ja umkehren und die Spitze. Ein Ziel bekommen. Sehr gut. Was ist denn das? Ist das G26? Das ist G28, ne? Tür aus 120 irgendwas. Ja, kann ich bestätigen. Keine Einsicht. Durch Wald verdeckt. Eins prüft mal, ob ihr Richtung 120 unterstützen könnt. Schlecht, dann müssen wir dir mal Stellung befehlen.
Abmarsch vor dem Tor, wiederhole vor dem Tor. Wir sind dann in 30 Sekunden hier draußen. Ende. So verstanden. Okay, ich habe Kontakt. Zwischen den Bäumen, unten beim Stamm. Wo? Ist tot? Gib mal eine Gradangabe. War immer noch die gemeldete Richtung 120, aber zwischen den Bäumen unterm Stamm, da ist ein Loch. Am Haus, der ist bekämpft. Mhm. Okay, ja, kann ich nichts erkennen. Bist du oben? Ben? Ich bin oben. Okay. Panik fließt wieder zurück in seine Unterstellung ein, Logistik geht direkt in die Stadt rein. Ich hab noch 7. 13 Magazine. Das hört sich doch gut an. So verstanden. Einen leer geschossen. Alles klar. Also 3 noch. Schon wieder so trügerisch ruhig. Ja. Mhm. Könnt ihr im Südwesten irgendwas hinter den Hügeln aufklären? Gar nichts mehr zur Zeit. Okay. Fennec, hier Logi, Fahrgefühlung zu uns, komm. Ach, nicht schon wieder, ey. Oh. Ich gedacht, wir werden uns eingeschaltet und dann die Stadt einschließen, wir zu unserer Aktenstellung und nicht direkt. Ja, genau so machen wir das auch. Okay, verstanden. Logistik und Fennec. Ja, Blink, unser Fleisch können wir vergessen. Das hat er der MG von Alpha gerade durchsiebt. Vorsicht, Feind erkannt. 160 beim grünen Hang. Gesehen. Feuerfrei. 150 beim grünen Hang. Aber geil, gekämpft. Ich vermute noch mehr. Omega, hier Charlie, kommen. Ja, Omega, kommen. Wir fließen jetzt in die Stadt ein. Wo sollen wir die Güter abladen? Kommen. Munition abladen, da wo LKW steht. Kommen. So verstanden. Fennec, Richtung Süden, dort Schwerpunkt bilden. Kommen. So verstanden. Takusa, hier Dirty, kommen. Führen Sie aus, schießen Sie auf Stelle rein. Rückt an durch dichten Wald. Nun bitte ich Punkt Check, keine Ahnung. Ich geh kurz runter. Oh shit, wieder Blut. Bin jetzt auf. Achtung, ich komm rein. Er blutet. Eins ist wer verwundet. Ja, ich fang's ein bisschen. Übernehme, wieder. Weiter noch geradeaus. Fürs Halten. So, jetzt einschlagen. Also, war gerade mit den Logistikern unterwegs, ich habe leider einen Sonnenstich bekommen, bin im Sonnenbereich aufgewacht. Okay. Mach mal. Aber wir haben jetzt alles. Alles, was das Herz begehrt im Start. Ich verlagere mal gerade, ich sehe von hier. Wo ist mein Stealth? Eins, kommt ihr klar oder soll ich kurz rüberkommen? Jetzt gut. Hart recht. Nö, wir kommen klar. Alte Position. Alles klar. Alles klar, verstanden. Letzter Feinkopf. Future für dich, Meldung oder Feindlager.
Von. Zieh nochmal vor und ein bisschen weiter nach rechts. Ärger. Von 270 Richtung Süden bis hin zu 120 hatten wir Feindkontakt. Jetzt letztmalig schwerpunktmäßig Richtung 160 grob. Rechts. Alles klar, ist verstanden. Wir sind fast umzingelt, das heißt, wir können alle Richtungen schießen, treffen immer. Genau. Versteht. Boah, das war ein Heckmeck, ey. Auf einmal wird mir schwindelig, erst kriselt's, dann rauscht's und dann war das Bild weg. Nicht genug getrunken, oder wie? Ja, naja, leider schon. Ich hätte auch meinen Kopf ins Fass tunken sollen, wie der Ben. Jetzt scheint's gerade ruhig zu sein, beziehungsweise zu werden. NSVs und so einen Scheiß haben wir auch alles mitgebracht. Ja. Sehr gut. Es wird jetzt erstmal alles bei Charlie deponiert. Wie ist denn der Mondstand in meiner Gruppe? Mondstand ist sehr gut, selbst MG hat noch 3 Gurte. Das hört sich gut an. Ja, meine Gruppe herrscht das Motto, wenig schießen, viel treffen. So wie es sein soll. Omega hier, Charlie, komm. Hier Omega, kommen. Arme und die zärtlichsten. Wir haben nun Moon und, Moonpunkt bei LKW angerichtet. Ist verstanden, dort Stellung halten, kommen. So verstanden, wird auf dem Map markiert mit Moonlager kommen. Ja, richtig, Ende. So, und wo sitzt der Fennec? Der sollte doch Richtung Süden. Sprich zu uns. Richtig. Ich hab vorhin den Fennec Richtung Westen abhauen sehen. Ja, das war der Begleitschutz-Fennec von Logitrupp. Der ist mit den Logis zusammen wieder reingefahren. Ja, aber ohne ungefähr auf Höhe Logi. Ja, bitte nicht mit der Waffe auf mich zielen, danke. Ohne Scheiß, die mit dem Fennec, die kriegen das nicht live. Also. Ja, irgendwann ging's da mit dem Treffen. Aber gut, das steuern wir noch nach. Hey, wir könnten noch eine Logi-Firma gründen. Logitech. Ich bastel in Schilden. Ich bastel in Schilden, das machen wir bei Farusa-Button die FOB rein. Sehr geil. Welche Motorengeräusche Richtung Norden? Ist der Fennec Geld hin? Denke ich auch. Ich hoffe, der kommt jetzt bald mal an, ja. Nee, kommt er nicht. Irgendwas kommt da jedenfalls. Future, hast du zwei fähige... Da kommt er nicht. Ah, okay. Future, hast du zwei Leute, die du abstellen kannst? Wir sind 4 Mann. Hast du gesagt, nur 4 Mann? Ja, wir haben da 2 und hier 2 Schützen plus einen, der halt, ne? Also ich nenne mich jetzt nicht Schütze. Aber ich könnte theoretisch am Wende übergeben und selbst kurz hier hingucken. Er macht das ganz gut, habe ich gehört. Wäre vielleicht nicht so gut. Ich muss nämlich gerade zwischenzeitlich noch Katze füttern und dann muss ich noch Kapu fertig machen. Hörst du ja im Hintergrund. Ja, vielleicht nicht so gut. Ja, die werden es wohl hinkriegen. Sag denn einfach, die sollen den Fennec auf Position Bravo vorrücken. Dann kriegen das bestimmt hin. Alpha, hier Omega, kommen. Der didaktische Klang in deiner Stimme. Hier Alpha. Ja, Auftrag. Der Fennec soll im Süden Schwerpunkt mit Bravo bilden. Das bedeutet, okay. Fennec nach Süden, kommen. Dies habe ich eigentlich auch so aufgegeben. Ja, ich werde dies einmal prüfen. Negativ. Alte Feindrichtung auch nichts? Verstanden, ja, zur Not die Leute austauschen, Ende. Das klang so, wenn die so inkompetent sind, mach selber. Ja, genau. Wie bei Ecopone damals. Die Alten bekommen Betonschuhe und neue werden reingelegt. Das ist Mitarbeitermanagement. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall kosteneffizient. Keine Abfindung. Oh, da kommt er. Applaus. So Newpits-mäßig vorbei. Gut, haltet die Stellung. Moment, wo fährt er hin? Ist der jetzt uns unterstellt oder wie ist der? Ja, warte. Omega hier Alpha, melde Fennec angekommen, hatte sich wohl verfahren kommen. Ja. Kann ich bestätigen, hier Omega, der Fennec soll auf Kanal 3 wechseln kommen. Check. Fennec, ihr habt es glaube ich so mitbekommen, bitte selbstständig auf Kanal 3 wechseln, mit Bravo in Kontakt treten. Ja, Bravo, hier der Fennec.
Hier Anubis auf Kanal 3 auf der kleinen. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Verlegt den Fennec ein paar Meter zurück. Versucht irgendwo eine teilgedeckte Stellung zu finden, um Richtung Süden schwerpunktmäßig wirken zu können. Kommen. So verstanden, verlegen ein paar Meter zurück. Okay, Ende. Future, was sitzt denn in dem Fennec? Ich will's nicht wissen. Könnt ihr von da oben irgendwo eine Stellung aufklären, wo der Fennec teilgedeckt Richtung Süden wirken kann? Ich sehe nämlich rein gar nichts, was geeignet wäre. Ja, so richtig nicht. Maximal so halb hinter so einer Hausecke dahinter. Ja. Mobiles Funkcheck Kanal 3, komm. Funkcheck. Okay, dein Auftrag ist jetzt auch Bravo auszurüsten, komm. Sichern. Oh, Gruppe 3 ist das. Der Fennec mal noch 5 Meter zurück, rechts an die Hauswand ran, damit er wenigstens nach rechts gedeckt seid. Braucht er zwingend danach noch einen Fahrer? Ich will den drinnen lassen, ja. Weil ich könnte hier schon noch einen Schützen gebrauchen. Ach. Wie war das? In einer perfekten Welt würden die wissen, was eine Hit-und-Run-Attacke ist. Aber ich glaube, naja, nee. Ja, wenn der Fahrer kurz halt sich neben den Fennec stellt, damit er jetzt nicht den ganzen Tag der Depp ist, der da drin warten muss, weißt du, wie ich meine? Hm. Was wir letztens hatten. Klar, aus realistisch-militärischer Sicht hast du richtig recht. Ja, ich geb's durch. Der Fahrer kann dann absteigen, soll beim Fennec sichern kommen. Jawohl, war verstanden. Der schönste schwerpunktmäßig die Straße entlang sichern, Ende. So, na gut, dann hauen wir mal der Dinge, die dann noch kommen. So verstanden. Hin. Wir sind die 14. Genau. Putz, Junge. Junge. Wer putzt denn schon wieder rum? Ich putze. Der Biber putze, Mann. Wenn du übernimmst, du kannst mal in den Sicherungsbereich, muss man in die Tonne gehen. Sicher. Ah, tut das gut. Was ich aber sehr immersionsfördernd finde, ist das Wetter heute. Weil ich schwitze ja. wie blöde. Prallt die Sonne hier auch auf Dels, ey. Ich mal kurz immersionsverstörend sein darf. Ich muss die Auflösung schon runterschrauben, sonst geht die Grafikkarte über 90 Grad. Ja. Gut. Unten Seiteklappe auf. Okay. Immersionsstopp, Ende. Habe ich natürlich alles zu Hause gemacht. Hier sind wir ja im Einsatz dann. Selbstverständlich. War Puste. Hast noch Bier? Nee, ja, doch. Halt noch. Alles klar. Da fällt doch gleich rückwärts das Brett runter. Heile mir das ein hier. Hey, der Witzke. Jeden Treffer, ein Schluck. So, da ist er wieder. Boah, es lief und lief. Hat gar nicht mehr aufgehört. Ja, besser als zu wenig. Ja, die müssen wir später mitnehmen. Ist da gar nicht in der Gullisco. Die Tonne? Ist da gar nicht. Was also, trinken die noch da draus? Hab jetzt von Alpha alle ausgestattet, bis also, auf die beiden im Fennec kommen. So verstanden, die beiden im Fennec, die lassen wir jetzt mal vor. Ich funk mal kurz brav an und frag, ob die NSVs schon brauchen. Komm. Aber Future, schön, dass es bei dir läuft. Ich verlasse kurz Kanal 3. Ich melde, dann bin ich wieder da, bin Ende. Ich war doch gerade im Sandbereich, die haben direkt nach Urologen eine Untersuchung gemacht. Warte, ich kriege Funk. Ja, hier Bravo auf Kurzwelle, komm. Ja,
Das wäre vorzüglich, kommen. Ja, ist so verstanden. Wir warten freudigst auf die NSVs kommen. Mobiles, wir haben einen Kunden. Ihr habt's gehört. Bravo braucht NSVs. Bring die mal rüber, bitte. Danke. Noch. Ja, zur Info, ich habe mein normales G36 wieder in der Probeschaftsschütze gegeben, weil wir doch keins mitgebracht haben. Komm. Dann sollst du lieber ein paar Decken mitbringen. So verstanden, dann opfern wir dann. Wir schießen einfach die Läufe warm und legen uns drauf. Ich bin der Meister, natürlich schieße ich lieber mit Kim und Con. Ende. Wenn wir es ganz geil haben wollen, dann pinkel ich noch drauf, dann haben wir richtig Dampfsauna. Und wir tunken einfach in das Fass rein. So wie Ben gerade seinen Kopf. Ah, Ben! Ja, das war übrigens bevor ich da reingeschifft habe. Das war bevor, ja. Vorher war da klares, so kaltes Wasser drin. Scheiße, ich habe unser Trinkwassermittel dicken kontaminiert. Da kommt der Nobilis, glaube ich. Hey, das ist Wayne. Wayne's World, Wayne's World. Oh, das ist ja schon vertrocknet. Alter Schwede. So, jetzt Bravo, oder? Positiv. Jawohl. Also ein Teil von Bravo. Ja, Bravo ist ein Gebäude. Ich bin fertig. Du bist fertig. Ja. Bravo ist im Gebäude oben. Genau. Wo geht's denn hier hoch? Der Eingang ist ein bisschen versteckt. Ja, gefunden. Omega hier einfach. Hier Omega kommen. Bedienen bitte. Jawohl. Gruppe Bravo hier auf dem Haus, einmal aus. Takt von unserem Gruppenscharfschützen 350 Meter Südost. Verstanden. Kontakt. 350 Südost. Nobilis, wenn du die ausgestattet hast, dann ist es dir überlassen, ob du dir jetzt da bleibst oder unser Feuer zu mir aufschließt. Gib mal bitte das NSV in den Rucksack rein, weil kann das nicht machen. Beziehungsweise Quatsch, wir gehen jetzt zu dem MG, wir gehen zu Toni darüber. Ja, so. Egal. Funkgerät ist weg. So, ist im Rucksack. Egal. Ist der Gabel noch auf kleinem Bereich, beim großen Funkgerät ist? Der andere Teil. Future, du bleibst einfach in meiner Nähe. Verstanden. Ja, ist verstanden. Ja, schmeiß mal ins Rennen. Hier her. Ich danke dir. Ich übernehme. Jawohl. Du warst zu weit, oder? Ja, der riecht ganz gut. Verlängerung vom Busch, Schütze, stehen da vorne bei uns. Bekämpft. Ja. Erste rechte Seite, 500 Meter, weiteren Kontakt, rechte Seite, voll konzentrieren, dann frei. Omega, hier, Charlie, komm. Hier, Omega, komm. Erste konzentriert euch. Wurde Feind schon auf Südwest gemeldet, 230, komm. Kann ich bestätigen, stehen im Feuerkampf, kommen. So verstanden, Talien. Die müssen jetzt gleich noch nicht einsehbar sein, circa 2, 4. Magazin! Mobilis, was ist egal? Frage, wo bist du? Laut zum Gefecht. Ich bin bei Gruppenführer Bravo im Feuerkampf geworden. Okay, verstanden, bleib dort. Vorsicht, Zivilisten im Vorfeld, bei Feindkontakt. Okay, stell uns halt auf ein. Ich übernehme. Omega hier Alpha. Wahrscheinlich hat gerade Alpha Spaß. Nobilis? Hier Omega kommen. Ja. Fahrzeugführer aus Panic ausgefallen. Ich frage weiter das Vorgehen. Auf 155, ja? Genau, auf Haus. Verstanden. Ich denke mal was aus. Warten Sie. Nobilis kommt zu euch. Wird gedeckt von uns, dass er sicher da ankommt. Future, einen Mann abstellen. Das soll den Fahrer beim Panic ersetzen. Der ist ausgefallen. Technisch oder was? Wahrscheinlich. Alle Teile, weitere Kontakte aus
südwestliche Richtung. Eher westlich. Weitere Kontakte südwestlich. Alpha hier Omega, Fahrer wird von Bravo ersetzt. Ende. Kommst du dir hoch? Dann müssen wir uns hier abstellen. Ich hab jetzt ein paar Leute hier. Haben die noch weniger da hinten oder was? Egal, Befehl ist Befehl. Alles klar. Ich geh noch nicht rum. Sehr gut. Bravo, wir brauchen jemanden, der den Fahrer ersetzt im Fennec. MG will ich jetzt nicht abziehen. Tobi, bist du kann mir jemand eine genaue Gradangabe zu dem Einzelschützen geben? Okay, Tobi. Was auf Schalik. Die Omega kommen. Alles klar, verstanden. Bellen, Feindzwicker, Gruppenstärke 260, ja. Entfernung 4. Verstanden. Feind in Gruppenstärke 260. Was? Tobi aus Alpha steht hier noch am Fennec, der kann fahren. Geht das klar oder brauchen die denn da hinten? Ja, das soll das übernehmen. Check. 260. Bravo, letzten Funkspruch ignorieren. Ist klar, der Fennec gehört jetzt dir. Jawohl, wenn er bewegt werden muss, ist das sein Aufgabenbereich. Sonst ist Aufgabenbereich als Infanterist. Sobald er hier bewegt werden muss, dann kriegst du einen Funk rein und dann fährst du den weg. Nach Maßgabe. Ansonsten jetzt von eigener Stellung aus hier. Wir haben die Feindlage, weil es da oben weg ist. Verstanden, Feind in Gruppenstärke. Alles klar. Aber in Hinterhang. MG, du hast Einsicht? Alles klar, verstanden. Weg einmal behalten. Wo ist Ben hin? Ich hab kurz MG. Ich breche ab. Oben. Check, alles klar, Position halten. Tobi? Erste bei euch, alles okay. Fit, komm. Tobi, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Auf welche, ihr seid auf Kanal 3, richtig? Ja. Oh nein. Nicht runterfallen. Lebst du noch? Ich bin auf Kanal 3. Lebe noch. Okay, wieder hoch. Runtergefallen. Okay, Tobi, Kanal 3, ihr bekommt gleich einen Auftrag. Westen, Hintergrundstellung, linke Straßenseite, links ja. In dem Baum, da. Future, erblutet. Ja, ich übernehme alles dabei. Klar, Puste, geh nach oben zu Ben, der fliegt dich zusammen. Oder Ben kommt dir wahrscheinlich schon entgegen. Übernehme Puste vorerst FSZ oben. Bin an dir dran? Nein, das ist er nicht. Das bin ich, Nobilis. Oh, das ist Nobilis? Ja, ich hab mich gerade selber versorgt. Alles klar. Ben, ich was hab hast du getan? Ich kann übernehmen. Zwei Blutbanden, zwei Bandagen gelegt und ein Sagan hier, Nobilis, zur Information, Bravo inklusive Vernichtung und Zugführung jetzt mit NVS und Munition versorgt kommen. So verstanden, ich verschiebe jetzt gerade die Munitionskästen zu dem Hotel auf Alphas jetzige Position in dem Bodenbereich. Willst du mir da helfen? Erst, ihr habt NSVs empfangen, ne? Ja, ich komme rüber, komm. Verstanden, Ende. Was denn, Future? Fantastisch. Ja, ich wollte nur fragen, komplett alle von Bravo haben jetzt NSVs empfangen, ne? Ja, genau. Ich fantastisch, bin jetzt danke weg. Für deine Hilfe. Alpha, hier Omega kommen. Alpha hört. Nobilis, ich hab noch... Frage, wie viel Mann habt ihr im Norden von Nil, von der Stadt kommen? Ja. Im Norden von der Stadt momentan kein mehr. Wir mussten rüber verlegen zu Fettoni, um ihn zu unterstützen kommen. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ja, wird aber durch... wird aber durch Sudri weiterhin abgedeckt. So, jetzt geht's so langsam. Ja, ich will wissen, wie viele Mann in deiner Gruppe sind kommen. Lass mal warten Sie, ich prüfe. War die ganze Zeit im Schleichen drin und hatte zwischendurch umgeschalten, das wusste ich nicht mehr, weißt du? Da bin ich jetzt plötzlich so schnell rückwärts gelaufen. Mit mir inklusive 4. Ja, ich bin vom Dach gefallen. Ja, okay, es bestand ein Ende. Ach, scheiße. Huste vom Dache. Ich bin wieder in Position. Huste vom Dache? Alles klar. Ich kenne noch so jemanden. Ja, genau. Future, wie viele Männer hast du in deiner Gruppe? 5 Mann, inklusive mir. Ach, das schmeckt mir gar nicht. Hast du Personalmangel oder was? Ich will ungern jemanden im Norden abziehen. Aber die haben da auch nur noch 4 Mann. Wofür brauchst du eine Verstärkung hier unten oder was? Ich will den Fennec eigentlich als Spätrupp vorschicken, damit er sich mal die Hügel. Omega hier, Charlie. Warte mal. Hier, Omega, komm. Okay. Wir verschieben Mondpunkt zu Hotel, komm. Ich bin hier. Ist verstanden, kommen. Charlie, Ende. Future, habt ihr mal das Haus hier auf direkt im Westen geprüft, ob ihr da vielleicht mehr Einsicht nach Westen habt? Also höhenmäßig wird das keinen Unterschied machen.
Von hier aus kann ich komplett einsehen. Das Einzige, was ich nicht sehen kann, ist 260, 260 der Berg links um die Ecke rum. Aber das würde ich von dem Gebäude auch nicht sehen können. Okay, ja, den vergiss es. Also im Prinzip ist die Stellung hier echt perfekt. Ja, finde ich auch. Zumindest für den südlichen Teil. Achtung, friendly. Check. Daruka, was macht denn hier? Jep, wo bist du? Da oben. Hast du Meldung? Ja, Tobi, hier, Anubis, komm. Muss die Tobi hört. Richtig. Alles klar. Auftrag für den Fennec, verlegen Zustellung Fennec auf Map markiert, von dort Einsicht gewinnen, grob Richtung Süden kommen. Jawohl, steige in das Fahrzeug, werde über Karte prüfen und dann mich melden, sobald ich Fennec in Bewegung setze. Kommen. So richtig, Ende. Ben? Jo. Ihr beide bildet hier drüben die eine Einheit. Ich gehe jetzt rüber zuerst, weil das sonst noch alleine ist. Daruka hat Dienstschluss. Alles klar. Info für euch, Fennec verlegt jetzt. 5. Return to formation. Passt gut auf euch auf da oben. Jawohl. Link, ich komm rüber. Ich bin jetzt in der ersten hier, Ben und ne? Ich komm nochmal hoch. Ja. Geh mal gerade über die Reling pinkeln hier. Aber nicht runterfallen. Ja, diesmal nicht. Ich kreuze nochmal. Denn er ist der Kreuzer. Am 12. Juni im Kino. Also die Einheimischen haben wir Lebensmittel, da weiß ich nicht, ob es eine Ketchupflasche war, eine Wasserflasche oder... Eine Bombe? Ja, oder eine Bombe. Egal, wir halten hier die Stellung. Wie dort die einmal aussteigen und hinterm Fennec bitte einmal sammeln. Melde mich zurück. Hi, Dirty. Hallo, Ben. So, was. Ja, weil das war ein bisschen verwirrend. Du warst auf einmal weg. Ich wollte mal wissen, was hier gerade abging. Dirty, du bist schon wieder auf Schreien. Bin ich nicht. Ich bin auf normal. Nein, ich hab den Rückraum gesichert. Vom Fennec. Da ich den Befehl bekommen habe, dass ich aussteigen soll. Als Fahrer, ja. Habe ich jetzt leider nicht auf TS geschaut, wer zu dem Zeitpunkt geredet hat. Dirty, das war schon richtig. Der Fahrer sollte aussteigen und bei dem Fennec Sicherung, also ja, Stellung beziehen. Der Fennec hat jetzt aber den Auftrag zur Position Fennec, das liegt im Norden der Stadt, hoch auf den Hügel zu verlegen, von dort Einsicht nach Süden zu gewinnen. Frage, der jetzige Fahrer von Bravo bleibt drin, oder? Ja, wer war das jetzt nochmal? Das weiß ich nicht, wer jetzt bei Bravo fährt. Das... Na, wer ist denn da unten? Tobi und? Tobi und, Jakusa. Und mir wurde gesagt, dass ein Fahrer von Bravo verlegen wird. Wir machen das jetzt ganz einfach. Tobi und Jakusa besetzen den Fennec. Hier, Ben, und verlegen zur Position Fennec. Fragen? Tobi und Jakusa auf Kanal 1, ja? Negativ, Kanal 3. Entschuldigung, negativ Kanal 3, sag das mal bitte den Jakusa drin. Ja,
sage ich. Wir wenden okay, weil die haben hier gerade ein kleines Heckmeck am Fennec. Okay. Ja. Also es muss im Bravo keine am Fennec kommen. Okay, Tobi dann einmal rein. Ausführen. Oder und Quatsch. Selbstständig vorrücken. Jawohl. Mobiles Fennec-Wechsel auf Kanal 3 kann sein, dass wir ein bisschen Kurzverkehr kriegen. Wir halten unseren Fußverkehr möglichst niedrig. Komm an Ende. Ja, oh, nicht schon wieder. Geht's dir gut? Das war Ben. Ja. Soweit. Okay, ich hab den Medikit. Überprüft ihn mal. Ja, dem geht's gut. Der ist ein harter Mann. Der dürfte es gut sein. Er ist ja gewohnt aus großen Höhen. Duina durfte mich auch schon zweimal zusammenflicken. Ja, und ich bin auch schon durch ein Gebäude. Ich glaub, wir haben mehr Casualties durch Seife ja. Dächer als durch Wald. Ah, war eine Fleischwunde. Wenn wir jemals wieder diese Mission spielen sollten, setze ich auf jeden Fall die Spawnzeiten geringer. Also, Future hat auf keinen Fall einen Fahrer eingeteilt. Also, von Bravo ist keiner beim Fennec. Okay, nee, bei mir wurde gesagt, es ist ja jetzt auch egal, wir bleiben jetzt so. Ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Genau, die beiden, die da waren, steigen ein, verlegen zu Punkt Fennec. Tobi, Dirty, nach Punkt Fennec verlegen, ausführen. Jawohl, Tobi, verstanden. Fahre jetzt zu. Omega hier, Bravo, komm. Ja, Omega, komm. Schrei mal, Future! Ja? Was gibt's? Dingens hier. Wie lange halten wir die Stellung noch, Junge? Maximal 2 Stunden. Bis die OPZ Bescheid sagt. Okay, check. Wie lange haben wir jetzt hier schon Stellung gehalten, ungefähr? Ich nehme an, mal eine Dreiviertelstunde. Eine Dreiviertel? Okay. Ja. Ein Dreiviertel circa. Schon ziemlich lang. Ein Dreiviertel, das heißt noch 15 Minuten? Ich glaube, die haben keinen Bock mehr, die haben voll die Fresse voll bekommen jetzt. Ich glaube schon, dass die nicht so schnell Bock verlieren. Sagt dir das dein magisches Auge? Ich glaube, die sind eher noch chaotischer als wir. Ich fand, das hat relativ gut geklappt hier unten, zumindest im Süden. Das läuft. Ich weiß nicht, was jetzt oben bei Alpha los ist, aber hier war es ganz geil. Also hier gab es eigentlich keinerlei Ausfälle. Tony ist bloß einmal getroffen worden, als der Angriff aus was Südwest kam. Aber getroffen im Sinne von einfach nur einem Streifschuss. Ja, läuft. Ja, also bisher keinerlei Ausfälle gehabt. Ja, nur ein kleiner Schwächeanfall, was fehlt. Es war ein taktischer Rückzug. Gar nicht, mein Kreislauf hat nicht mitgemacht. Ich war den ganzen Tag auf der Terrasse mit der scheiß Sonne auf dem Kopf. Was aber faszinierend ist, sobald du geistig irgendwie abwesend bist, dass dein Körper sofort mit abwesend ist. Das ist irgendwie... Körper und Seele sind eins, Anubis. Merkt ihr das? Be water, my friend. Zagan, was hast du da mitgebracht? Du solltest doch noch Munition holen. Hä? Ah, egal. Ich glaube, du hast doch noch einiges anderes als. Ja, ich habe da ein bisschen was Außenlastmäßiges dabei gehabt. Soll ich das entfernen? Das darf auf jeden Fall nicht auffallen. Future! Komm mit hinter die Hecken! Ihr sollt jetzt keine Pornos gucken. Anubis? Ja? Hast du den Fennec jetzt Spähen geschickt? Der soll erstmal zur Position Fennec und von dort will ich ihn dann Richtung Süden schicken. Ich meine, wenn OPZ eventuell in 15 Minuten gleich ohnehin sagt, es hat keinen Sinn mehr hier, können wir uns ersparen, aber... Es hat keinen Sinn mehr, wir haben es uns ja hier... Ich finde, wir haben das gut verteidigt, das Ding. Ja, aber ich sag mal so, wir sind zu mehr imstande. So eine kleine Stellenlinie, die kann doch sonst behalten. Ja, eben. Sollen irgendeinen Agatrupp hier hinschicken. Hier Tobi, Fennec hat Position bezogen. Hier Anubis ist verstanden. Jetzt Einblick nach Süden gewinnen. Vorsicht, wir vermuten immer noch Feind im Süden kommen. Jawohl, Fennec so verstanden. So richtig ab und zu Position durchgeben, Alter, Ende. Das ist schon so langweilig, dass die jetzt oben auf dem Dach stehen.
Den Zivilisten geht's ja auch wieder gut. Haben wir wenigstens ein was erreicht. Also, bei denen, die noch leben. Auch langweilig, hab ich doch eben gesagt. Du hast Alpha gesagt. Ja, du hast Alpha gesagt. Ja, Alpha. Wir meinten die Zivilisten. Ich meine jetzt. Nein, ich meinte jetzt unsere Teilgruppe 1. Achso. Nö, ich meine hier Alpha, die pimmeln hier oben auf so einem Kleinstdach rum. So 2x2. Das war schon so. Ja, ich seh's. Ui, eben ist bei mir ein bisschen dunkler geworden. Wie bei Future, da sitzt da drüben auch in der Gegend rum. Also, mit zunehmender Dämmerung ist mit Dunkelheit zu rechnen, Jungs. Auf jeden Fall. Ready, sagt er. Der Zivi? Ja. Sehr geil. Standing by. Ich vermute ja, dass uns hier eine halbe Panzerarmee überfallen sollte. Und die stecken alle aber noch irgendwo, keine Ahnung, bei Feruzabad oder so fest. Hängen irgendwo im Straßengraben. Bibbert schon wieder im Straßenkram, ja. Oder die haben erst einen Spätrupp vorgeschickt, was die erste Welle war, dachte sich, oh nee, das ist die 14. Wir hauen wieder ab. Das kann auch sein. Das kann, ja. Offensichtlich nicht. Alpha, hier Omega, kommen. Hört. Alpha, Position, Stellung abbrechen, weiter Richtung Süden. Ich markiere Häuser, dort Stellung beziehen. Hölle. Hauptrichtung, ich prüfe. Südosten, kommen. Verstanden, werden Richtung Süden auf Karte markiert, beziehen, Hauptrichtung Südosten, kommen. So richtig, wurde markiert, Ende. Bam, bam. Zagan, ist er da? Nee, ne? Nee. Das wäre cool, wenn wir eine Fahne aufstellen könnten von der 14. hier. So, die Stadt gehört uns, bam. Das stimmt, ja. So ein bisschen Flagge zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Omega hier, Alpha? Hier Omega, kommen. Frage, unseren Gruppenscharfschützen aus seinem Scharfschützen-Spot ebenfalls abziehen, kommen. Positiv, verteilt euch auf den beiden Häusern, kommen. Verstanden, werden uns verteilen. Alpha Ende. Anubis? Ja? Auf welcher Frequenz bist du auf dem Kleinen? Auf der 3. Alles klar, dann melde ich dir erst dadurch, falls ich was sehe, dass du es weitergeben kannst, weil ich mein großes Funkgerät, ich habe meinen Rucksack verloren. Ja, geht klar. Hauptsache ein Zivilist rennt Alpha hinterher. Mobilis, wir wechseln mal. Er läuft da, ist das Luina? Luina, stopp! Nicht so über die Straße, komm mal mit. Wer ist das denn da? Bald schon wieder. Deine Kinder gleich mal boxen.
Ich hab's ja trotzdem geboxt. Okay, Luina, einmal mitkommen. Feind gesichtet 140 hinter dem Wald. Feind Richtung 140. Hinter der oberen Hügelgruppe, ja. Direkt wieder dort Entfernung? In diesem kleinen Waldstückchen. Irgendwo in dem Waldstückchen. Anubis, ich warte auf Feuerbefehl. Kamera schon. Behalte den Südwesten im Auge. Schießt auf Zivilisten nach vorne, passt auf, was sie aufschießen. Das gibt Ärger. Panic, Feuer halten, sie schießen auf Zivilisten. Da sind auch bewaffnete Ziele dabei. Neben Haus, ne? Ja, aber passt mal auf, ihr habt jetzt gerade einen Zivilisten umgelegt. Es nähert sich noch ein Schütze Richtung Norden. Auf eure Position. Probiert euch zu flankieren. Dann würde ich sagen, weg mit dem. Wer wagt es auf uns? Ich glaube, das kommt aus Süden oder aus Südosten. Kann das sein? Ich bin die ganze Zeit schon am Prüfen, aber ich sehe nichts. Jutta, ich schreibe mal zu dir rüber. Kontakt hatten wir zuletzt auf ungefähr 130 Grad. Ja, wir bestätigen. Links neben Haus, 2 Finger breit. Ja, markiert mit rotem Rauch, 1 oder? Ja, ist erkannt, aber wir können nur grob in Feindrichtung, wenn überhaupt. Ihr habt das, oder? Ja, ungefähr die Richtung, wir haben es. Check, wir halten weiter Süden. 20. Habt ihr Einsicht? Wir prüfen. Da habt ihr, sonst wird's. Süden ist immer noch still, genau wie Westen. Kann ich von hier bestätigen? Alles klar. Ja, Zugführer hat aufgegeben. Ich kann nichts machen, Suri. Entschuldigung. Was ist denn los mit Suri? Nee, Sudri kann hier nicht wirken mit seinem Scharfschützgewehr. Ja, gut. Dann soll er ein anderes Dach wählen. Ist das Minarett begehbar? Ich glaube nicht. Kontakt 240. Schade. Doch, im Minarett. 240. Gruppenstärke. 240. 5-600 Meter. 240. Ich komme hoch. Da müsst ihr wirken können. Ja, die sind aber hinterm Hang jetzt. Entfernung war auf knapp 500. Ja, vermutlich. Nichts einsehbar von hier aus? Nee, wir haben das hier drüben. Okay, die haben das da hinten. Unser Sicherungsbereich ist weiter Süd-Südost. Ich kann nur bis 350. Ach, schade. Eher Osten. Musst du drüber halten, geht auch. Ja. Hi, komm im... Auf Straße! Komm rechts von... links von Straße jetzt. Gesehen. Ja,
kämpft. Einer lebt. Kämpft. Noch einer von links. Wurde bekämpft. Ich übernehme. Noch einer links zwischen Baum und Stein. Eins ist bereit. 2, 2, 3, 4. Probe kämpft Magazin. Platz zum Gefecht. Verstanden. Einer bekämpft. Übernehme. Die geben einfach nicht auf. Boah, richtig. Magazin. Ich hab deinen Bereich. Selbe, glaube ich, 3 Mann umgenietet. Nietet. Ich glaube, das war's da hinten. Hinter Bäumen. Zumindest konnte ich heute mal ein bisschen mit dem Granatwerfer üben. Halbes Magazin über Sperrbestand. Ben hat Sperrbestand, halbes Magazin. Oh. Schon durch. Wo hattet ihr Sperrbestand? Ben hier, bei dir auf dem Dach. Nein, bei wie viel Magazin? Ist nicht ausgegeben worden, Standard, ein Magazin. Gab keinen, ist Nachschub direkt um die Ecke. Okay. Auf jeden Fall, Ben hat Sperrbestand bald erreicht. Ja, generell immer so 1 bis 2 Magazine. Was hat er denn? Anderthalb Magazine. Anubis, kannst du dir noch eins rüberdrücken? Anderthalb, ich übergebe was. Fantastisch. Ben, du bist rechts. Doch noch einen Kopf durch, oder? Hier bin ich. So, was haben wir denn da hier? 1, 2. Asylist. 3. Dürfte reichen, oder? Gut, ja. Judy. Hier. Toll, danke. Ich sitze hier hinten bei Alpha, ich habe den ganzen Rucksack voll mit G36. Das ist ein Zivilist. Ja, erkannt. Okay. Soll ich gerade mal rübergesprungen kommen? Ja, du kannst ja einen Zugführer mal 2-3 geben. Ah, ich brauche nichts, danke. Okay, der hat. Ich denke, ja, die werden jetzt auch langsam die Schnauze voll haben, die Gegner hier. Denke ich auch. Was sagt der mitgeführte S4 da? Der vom Nachrichtendienst, meinst du? Ja, genau. Der Mann mit den Drohnenaugen. Der Mann vom Nachrichtendienst. Ich weiß, was der euch sagt. Charlie, hier Omega kommen. Hier Charlie, komm. Frage. Kam bereits eine Meldung von OPZ kommen? Negativ. Ich würde sagen, wenn in 5 Minuten nichts kommt, sagen wir einfach mal, die Stelle nicht gesichert. Komm. Ich hoffe, wir müssen die Sandsäcke nicht mehr. Ist verstanden, Ende. Wir müssen, glaube ich, hier bleiben. Wir schalten also um. Sorry. Future, die Sandsäcke bleiben hier. Wir bauen hier. Froschhaufen, keine Ahnung. Mach Eier! Ey, wo ist Stacheldraht, Alter, der T-Rex, die Radieschen nicht frisst. Die Sauerkirschen. Nächste Mission ist Sauerkirschen anbauen. Weil gibt's nur hier Kartoffeln, da Kartoffeln, überall Kartoffeln. Future! Ich würde da aber auch wo ich zeige, da gibt's eine Sauerkirschenfabrik. Ja, mei. Sicher. Nee, es wird nur das, das Eisstofflager überfallen. Und die Stinger-Raketen! Da vorne ist ein Stinger-Raketen. So, guckst du, guck auf Horizont. Das ist ein Stinger. Ja, mei. Ein Stinger? Stinger-Raketen. Ja, Stinker sind da hinter mir. Ein Stinger ist da. Was? Sonst steht. Tobi, Anubis, komm. Hoffen. Tobi hört. Wow. Frage, was war das? 100 pro Eigner. Was war was?
kommen? Wir hatten irgendwo Granateinschlag Richtung Norden, Nordwesten kommen. Hier haben wir nichts mitbekommen. Kommen. Westlich des Fennex, Nahbereich. Westlich des Fennex, Nahbereich. Westlich Fennec Nahbereich, Granaten, bewegt euch mal, die Granaten sind für euch gedacht. Jawohl, gesehen, westlich Fennec Nahbereich. Fennec, sofort wieder in die Stadt rein. Marsch, marsch. Omega, vermutet Feind Nordweststadt in die Gebüschreihe. Da könnten die Geschütze herkommen, komm. Hier, Omega, ist verstanden, wir halten Stellung, kommen. So verstanden. Verstanden, Entfernung? Anubis? Ja? Kontakte 400 Meter nordwestliche Richtung. Verstanden. Scharfschütze hat aufgenommen. Soll bekämpfen? Positiv. Sudri hier dirty, feuerfrei auf jedes erdenkliche Ziel. Weil wir sind keine Ziele. Wer Tonis Ziel oder so. Nett ist. Okay, Fennec halt. Stellung halten. So ein Panzerpausch. Jawohl, Fennec verstanden. Aber schießt der auch oder zielt der nur? Booster, kannst du da was erkennen? Negativ, keine Einsicht. Toni, siehst du Tracer? Toni, einmal Richtung. Ja, ab und zu mal zwischen den Bäumen. Future, das ist grob 320. 106, jetziges Magazin, noch zwei Magazine. Ungefähr bis ein Magazin kannst du Gruppe und Feindrichtung durchreißen. Ich mach dir Platz. Versuch den Hintern. Verstanden. Alpha, hier Omega, Frage. Denkt ihr, dass ihr auf der alten Alpha-Position einen besseren Einblick Richtung Nordwesten habt? Kommen. Ja, ich höre dich auch so. Eventuell ja. Ich würde ihn gerne wieder verlegen. Dann Auftrag wieder verlegen, Stellung wieder einnehmen. Alpha, alle Teile zugehört, verlegen alte ursprüngliche Position auf. Omega hier Alpha auf 3 klein, Südwesten, Einzelschüsse gehört. Kann der Fennec mal wärmemäßig prüfen, was der Sache ist, komm. Wiederhole mal! Südwesten, einzelne Schüsse auf unsere Richtung. Kann der Fennec mal wärmemäßig prüfen, was der Sache ist, komm. Keinerlei Feindkontakte. Negativ, Fennec soll Stellung halten. Jawohl! Ich hab mit rechts und linke Maustaste verwechselt, wie geht das denn? Wie weit war der entfernt? Omega hier Alpha kommen. Warte. Hier Omega kommen. Scharfschütze meldet, drei Feinde in Richtung Wald ausgewichen, nicht mehr einsehbar kommen. Frage Richtung Wald, das ist Richtung Stadt kommen. Warten Sie, eine Mike, ich prüfe. Wie weit war der entfernt, Future? Der nach Südwesten? Kein Sichtkontakt, nur Audio. Ach, Audio? Ja, das wird Zivilist sein. Anubis hier dort, die bestätige Sudri hat, meinte den Wald direkt neben uns. Ist verstanden, Ende. Sind die vier Infanteristen down? Drei wurden bekämpft, einer ist Richtung Stadt ausgewichen. Der sollte sich Tobi, jetzt hier die 10 Meter Vorfall rechts Einblick gewähren, habe Kontakt gesichert. Achtung, der dürft ihr gleich kommen. Oh nein, 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 nein! Oh Gott! Okay, hier für mich! Ich hab Bart, weiter uns hier bekämpft! Ich komme raus! Toni, das sind mehr als 10 Meter!
Bist verletzt? Genau, nur da könnt ihr rechts einsehen, mehr nicht. Ben? Ja. Okay. Weil der hat gerade hier hochgeschossen. Anubis, melde, Streuner bekämpft. Sehr gut, Stellung halten. So eine Scheiße, Mann. Ach, ich bin noch der Mann. So. Auf unserer Position sehe ich jeglich Zivilkontakt. Tobi, Stellung halten. Charlie, hier Omega kommen. Charlie, hier Omega kommen. Charlie hört. Frage, denkst du, das waren jetzt 5 Minuten kommen? Das waren sogar 8 Minuten, komm. Gut, verstanden. Trennung an alle Einheiten, wir sammeln uns unten auf der Hauptstraße, Ende. Mobiles unten auf Hauptstraße. Sammeln unten auf Hauptstraße. Den Zivilisten ignorieren wir mal hier. Waffe runter. Ist du zuerst? Ja. Melde, die wichtigste Person ist anwesend. Sehr gut. Gut, Zagan, schnapp dir deinen Kompagnon, holt die LKWs her. Ja. Oh Gott. Ja, 10 Meter entfernt. Bekämpft. Zagan? Wie gesagt, die ganze Munition, falls ihr was ausgeladen habt, wieder rein in die LKWs. LKWs besetzen. Bei der Kreuzung vorne aufmarschieren, dort erstmal sichern. Anubis? Ja? Was? Es wird eine Viertelstunde dauern, bis sie diese eine Moonbox haben. Die andere geht gerade fast. Irgendwie ist die eine Moonbox so verpackt, dass sie durch sind. Auf jeden Fall, es wird 20 Minuten dauern, bis es fertig ist, alles. Coco Bravo beim Penix-Sammeln. Welcher von den beiden bist du hier? Coco Bravo ist der Penix-Sammeln. Verstanden, Anubis? Ja, ist verstanden. Also. Der Typ blutet den nächsten, ich glaube nicht. Das ist sicher. Der war bei dem einen auch schon. Ja, das finde ich irgendwie echt krass, dass die das machen. Oh Mann. Scheiße. Sie, da haben sie keinen Respekt vor dem menschlichen. Okay, ich lasse das wieder. Okay, jetzt gerade also Stellung halten oder zurück? Und abgelöst werden. Die 15. übernimmt er, oder nicht? Denke ich auch. Und zusammen mit. Scheuch dich, weg hier. Wenn es einem was auf der Zunge liegt, aber man weiß das dann auch. Nee, ich lasse es. Also, Zagan, komm, wie lautet der Auftrag nochmal? Stellung halten oder abgelöst werden? Bis Meldung OPZ, da Meldung OPZ nicht angekommen ist, sagen ich einfach, dass die Map, beziehungsweise dass sie Stellung gehalten haben. Warum ist der Motor noch von dem Gerät an? Weil das der Gerät ist. Der Gerät schläft nie. Sehr gut. Dann, ich vermute, hier sind immer noch ein paar Streuner. Mhm. Fennec aussteigen. Fennec aussteigen, so wieder. Brillant. So, alle Gruppen sammeln sich hier. Boah, was ist jetzt los? Ich hab 11 FPS. Wir machen Nachbesprechung in dem Compound auf grob 240 hinter dem Gebäude hier. Marsch. Wilhelm? Verstanden, 240 Gebäude Nachbesprechung. 240 Gebäude Nachbesprechung.